Ich begrüße Sie zur heutigen Einwohnerversammlung zum Thema Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Zwickau auf dem Gelände des ehemaligen RAW. Bevor ich die Damen und die Herren vorstelle, die im Präsidium Platz genommen haben, lassen Sie mich eingangs sagen, dass heute eigentlich der 21. November vorgesehen war für eine Stadtratssitzung im November. Am 4. November, das war Montag immer 14 Tage vor der geplanten Stadtratssitzung, die dann an einem Donnerstag stattfindet, saß ich mit den Fraktionsvorsitzenden zusammen. Wir hatten gesprochen über die Aufstellung der Tagesordnung für die Stadtratssitzung, und da so wenig Punkte nur im November anstanden, hatte ich vorgeschlagen, wir verlegen diese Tagesordnungspunkte in die Dezember-Stadtratssitzung und lassen die Stadtratssitzung November ausfallen. Dann kam in der Diskussion auch um Ihre Initiative oder die Initiative der Bürger, die zum Fackelzauber Unterschriften gesammelt haben gegen eine JVA auf dem RAW-Gelände und auch Fragen gestellt haben, die Sie gern beantwortet wollen, ob wir nicht heute an diesem Tag einladen, gemeinsam die Fraktionsvorsitzenden und ich, zu einer Einwohnerversammlung zu diesem Thema. Das will ich als Vorspann sagen, damit Sie auch erkennen, dass wir uns sehr wohl, bevor überhaupt das Bürgerbegehren begonnen hatte, zu dieser Veranstaltung entschlossen haben und diesen Tag heute nutzen, wo eigene Stadtratssitzung sein sollte. Jetzt möchte ich das Präsidium vorstellen. Das sind also die Fraktionsvorsitzenden, die gemeinsam mit mir eingeladen haben. Ich beginne mit Frau Brückner, der Vorsitzenden Fraktion Die Linke, als Erste. Ich nenne auch immer mal die Anzahl der Stadträte dazu, die zu diesen Fraktionen, die ich dann vorstelle, gehören. Frau Brückner ist also die Vorsitzende der Fraktion Die Linke mit 11 Stadträten. Die größte Fraktion in unserem Stadtrat ist die Fraktion der CDU. Der Vorsitzende ist Herr Dr. Beierlein. Dort sind 16 Stadträte vertreten. Fraktion Die Linke hatte schon vorgestellt, Fraktion SPD Grüne, Herr Heinzig, Fraktionsvorsitzender, ebenfalls 11 Stadträte. Fraktion FDP Freie Wähler, Herr Dr. Schick, 5 Stadträte. Der Stadtrat setzt sich zusammen aus 48 Stadträten. Es gibt also noch 5 Stadträte, die keiner Fraktion angehören. Und ich habe natürlich auch Stimmrecht, sodass insgesamt 49 Stimmen im Stadtrat vertreten sind. Es ist natürlich sehr sinnvoll, wenn wir die heutige Veranstaltung nutzen, dass auch Vertreter der zuständigen Ministerien aus Dresden mit anwesend sind. Und das ist vom Justizministerium, denen ja die Justizvollzugsanstalten unterstellt sind, der Herr Göckenjan. Er ist also zuständig für Strategie Justizvollzugsanstalten. Der Herr May, das ist der Leiter unserer Justizvollzugsanstalt hier in Zwickau aktuell. Und vom Finanzministerium, das Finanzministerium ist zuständig für natürlich Bereitstellung der finanziellen Mittel, aber auch für die Baumaßnahme grundsätzlich, weil das Sächsische Immobilienbaumanagement, SIB, die Bauten, die in Zuständigkeit des Freistaates liegen, in den jeweiligen Städten realisiert. Das sind also nicht nur Justizvollzugsanstalten, sondern auch Hochschulthemen, Finanzamt, Gericht und so weiter. Das ist der Herr Professor Storch. Und vom SIB sind noch anwesend der Herr Ruf aus Dresden und der Herr Haas, die jetzt nicht mit im Präsidium Platz genommen haben, aber auch für spezifische Themen mit bereitstehen. Eingeladen haben wir auch die Anstaltspfarrer, die in Zwickau aktuell tätig sind. Das ist der Herr Pfarrer Eichhorn von der Evangelischen Kirche und der Herr Pfarrer Welcher von der Katholischen Kirche, die ebenfalls im Saal Platz genommen haben. Ich habe auch viele, viele Stadträte gesehen, die heute gekommen sind, um dieser Veranstaltung mit beizuwohnen.
Vom Ablauf her, ich werde eine Einführung geben zum Thema, also zur Chronologie und zu den Entscheidungen, zur Öffentlichkeitsarbeit, alles, was bisher gelaufen ist. Danach wird Herr Göckenjan Ihnen zu Thema Justizvollzugsanstalten in Sachsen und auch grundsätzlich etwas sagen und Herr Professor Storch vom Finanzministerium zu dem Thema Standortentscheidung. Im Anschluss haben Sie natürlich auch, sollen Sie auch das Wort haben, haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben Saalmikrofone, die wir dann entsprechend ausreichen können. Und wenn Sie sich zu Wort melden, bitte ich, dass Sie sich kurz vorstellen und dann Ihre Fragen entsprechend stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt kurz zur Einführung kommen. Die Einladung hatte ich Ihnen erklärt, das Thema der Einwohnerversammlung war auch schon aufgeführt, zur Einordnung des potenziellen Standortes einer JVA. Die Folie sehen Sie jetzt hier. Der Neubau einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt der Länder Sachsen und Thüringen wird seit mehr als 3,5 Jahren öffentlich thematisiert. Und auch das Interesse der Stadt Zwickau an dieser JVA wird seit mehr als 3 Jahren öffentlich angesprochen und besprochen. Aus dieser Absicht haben wir nie ein Hehl gemacht. Erst jetzt formiert sich in unserer Stadt Protest gegen die Standortauswahl und gegen eine JVA in Zwickau grundsätzlich. Lassen Sie mich daher zunächst kurz auf die Chronologie eingehen. Ich möchte beispielhaft skizzieren, dass wir an verschiedenen Stellen und zu verschiedenen Veranstaltungen informiert haben, soweit wir informieren konnten. Also der Sachstand war ja dazu auch wesentlich, da es sich um ein Auswahlverfahren Sachsens bzw. Thüringen handelt. Dass wir für Fragen offen waren und auch den Bürgern Rede und Antwort gestanden haben. Nach der Anfang 2010 erfolgten Ankündigung einer länderübergreifenden JVA bauen zu wollen, um im Gegenzug eine Reihe von Anstalten zu schließen, erfolgte am 18. Mai 2010 eine formlose Interessensbekundung der Stadt Zwickau. Dazu habe ich mich auch mit den Fraktionsvorsitzenden abgestimmt, zu denen damals neben den jetzt hier im Präsidium Sitzenden auch noch die Fraktion Demokratische Allianz Zwickau, kurz DATZ, gehörte. Bereits am 16. Juli 2010 erschien ein Beitrag in der freien Presse mit der kurzen, aber prägnanten Überschrift »Zwickau bewirbt sich um den Länderknast«. Gerade die freie Presse thematisierte in der Folgezeit den Neubau der Justizvollzugsanstalt mehrfach. Am 30. Juni 2011 wurde zum Thema JVA Neubau in Zwickau eine erste Anfrage im Stadtrat gestellt und von mir damals so weit wie möglich beantwortet. Zu diesem Zeitpunkt waren mir 2 Ablehnungen von Bürgern bekannt. Am 26. August 2011 folgte in öffentlicher Sitzung schließlich ein einstimmiger Beschluss des zuständigen Haupt- und Verwaltungsausschusses. Dieser Beschluss, die Vorlage finden Sie in unserem Ratsinformationssystem im Internet, beinhaltet folgende Punkte. A. Die Stadt Zwickau bewirbt sich um die Ansiedlung der neuen gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Sachsen-Thüringen im Stadtgebiet. B. Vorzugsstandort ist das Gelände des ehemaligen RHW im Stadtteil Marienthal. C. Mit den Einwohnern von Marienthal und angrenzenden Stadtgebieten ist ein umfassender Informations- und Diskussionsprozess zu führen. D. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt. Ja, dazu komme ich dann noch, meine Damen und Herren. Dazu komme ich dann noch. 3 Jahre will ich hier betonen. Dazu komme ich dann noch. Deshalb Chronologie. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, kurzfristig eine offizielle Bewerbung abzugeben. Im Nachgang
erfolgt eine nochmalige schriftliche Bestätigung aller Fraktionen zu diesem Beschluss. Auf das Bewerbungsschreiben hat die Landesregierung reagiert und gebeten, einen weiteren Standort in Zwickau zu benennen. Diesen Wunsch haben wir entsprochen, indem wir das Plattenwerk und angrenzende Flächen ins Gespräch brachten. Übrigens stets mit dem Hinweis auf die Eigentumsverhältnisse. Am 14. Dezember 2011 wurde das Thema JVA in der Einwohnerversammlung Marienthal, es haben über 100 Marienthaler teilgenommen, thematisiert und umfassend diskutiert. Es gab für und wider. Der Herr Reinhold kann das bestätigen, er war anwesend. Der fällt mir jetzt noch ein, Sie sind mir jetzt gerade im Blick. Also sowas, nur ich kann ja nicht jeden Einzelnen zu Hause abholen und zur Einwohnerversammlung bringen. Es gibt Informationen im Pulsschlag, wann Einwohnerversammlungen stattfinden. Auch nachfolgende Einwohnerversammlungen wurden dafür genutzt und dann auch natürlich die Einwohnerversammlungen in Pöhlau. In Pöhlau gab es nur eigentlich einen, der dagegen auftrat in dieser Einwohnerversammlung, es war auch Herr Reinhold, der sich gegen eine Justizvollzugsanstalt generell in Zwickau ausgesprochen hat. Von den Pöhlauern selber war dort aber wenig zu hören. Ja, alle, die die Beifall jetzt klatschen, die habe ich eigentlich auf den Einwohnerversammlungen vermisst. Im Jahr 2012 gab es dann umfassende Untersuchungen und Gutachten des Freistaates zu beiden Zwickauer Standorten. Zwischenzeitlich hatte sich das Areal um das Plattenwerk mehr Pluspunkte erworben und war ein Vorzugsstandort des Freistaates Sachsen. Der Herr Professor Storch wird dann Näheres dazu sagen. Im Januar 2013 gab es dann dazu eine entsprechende gemeinsame Presseerklärung der beiden Länder. Doch schon mit der Bekanntgabe wurden in den Medien Zweifel laut aufgrund der Eigentumsverhältnisse des Plattenwerkes. Ungeklärt zu diesem Zeitpunkt war nämlich der zugehörige Grundstücksankauf durch den Freistaat. Die Probleme um den Ankauf und die wahrscheinlichen Kosten brachten den Standort RAW wieder auf die Tagesordnung. Eine diesbezügliche Anfrage am 5. Juni 2013 in der öffentlichen Sitzung des Wirtschafts- und Umweltausschusses wurde wie folgt offen und ehrlich beantwortet. Herr Bürgermeister Dietrich, der übrigens auch im Raum mit ist, auch Herr Bürgermeister Mayer ist mit anwesend. Herr Bürgermeister Dietrich erklärte also in dieser Sitzung, dass nach wie vor die beiden Standortmöglichkeiten Pöhlau und RAW-Gelände untersucht würden. Eine schriftliche Benachrichtigung des Landes Sachsen stehe immer noch aus. Im August 2013 gab es schließlich folgende Pressemitteilung des Freistaates. Für den geplanten Neubau einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Sachsen und Thüringen hat sich der Freistaat Sachsen vertraglich das Grundstück in Zwickau-Pöhlau gesichert. Wer genau zuhörte, konnte, dass hier nur von sichern die Rede war, nicht von einer endgültigen Standortentscheidung erkennen. Ich weiß allerdings und kann dies verstehen, dass man dies auch missverstehen konnte. Der Freistaat erarbeitete einen Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen den beiden Standorten. Dass für uns das RAW noch nicht abgehakt war, dass wir daraus aber auch kein Hehl machten, zeigt das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Auch ein Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren, was in allen Einwohnerversammlungen mehrfach besprochen wurde. Den Entwurf dieses Entwicklungskonzeptes hatten wir bereits im Juli 2013 im Internet eingestellt und zur Diskussion freigegeben. Und in dieser befinden sich auch die entsprechenden Stadtteilbeschreibungen mit der Option JVA auf dem RAW-Gelände oder auf dem Gelände Plattenwerk. Alles auch Dinge, die allen zugänglich sind, wo wir im Pulsschlag informiert haben. Ich kann das nicht jedem Einzelnen nach Hause bringen. Wir haben unsere Informationssysteme und Sie haben die Möglichkeit, sich zu informieren. Der Stadtrat hat dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept mit genau diesem Inhalt im Oktober bei nur einer Enthaltung und keiner Gegenstimme beschlossen. Das sächsische Staatsministerium für Finanzen beabsichtigte dann, für das RAW-Gelände mit der Stadt Zwickau einen ähnlichen Notarvertrag abzuschließen wie mit den Eigentümern des Areals Plattenwerk. Dazu wurde ein Stadtratsbeschluss erforderlich. Vielleicht kann ich das mal hier einflechten. Die Initiative ist vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen ausgegangen und nicht, wie
uns unterstellt wird, dass wir nochmal aktiv geworden sind. Und neben dem Grundstücksverkauf war Bestandteil dieses Stadtratsbeschlusses auch die Herstellung der Erschließungsstraße und ein Teilabbruch der vorhandenen, dort noch vorhandenen Gebäude. Und das, meine Damen und Herren, ist ein wichtiger Punkt. Dieser Beschluss wurde keineswegs hinter verschlossenen Türen vorbereitet und beschlossen. Am 11. September fand eine Einwohnerversammlung statt, in der ich genau dieses Thema ansprach und auf den Beschluss explizit hingewiesen habe. 15 Tage vor der Stadtratssitzung und 13 Tage vor der ersten nicht öffentlichen Vorberatung im Finanzausschuss. Die Freie Presse hat darüber übrigens auch berichtet. Der Beschluss am 26. September wurde schließlich mit 35 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und einer Enthaltung gefasst. Und nur am Rande, genau in dieser Sitzung stand auch die Einwohnerfragestunde auf der Tagesordnung, über die wir rechtzeitig informiert haben in unserem Amtsblatt. Zu Wort gemeldet hat sich keiner. Erst zum Fackelzauber Marienthal, der am 2.11. stattfand, regt sich deutlicher Protest. Über 3 Jahre, nachdem die Bewerbung und ihren Anfang genommen hatte und nachdem mehrfach in Einwohnerversammlungen informiert wurde und das Thema im integrierten Stadtentwicklungskonzept aufgenommen wurde. Noch einige Fakten zum Ablauf der Bewerbung und warum die Stadt Zwickau sich beworben hat. Die Bedeutung und man muss wissen, wo man herkommt, wenn man weiß, wo man hin will. Die Bedeutung und die Entwicklung der Stadt Zwickau, auch als Gerichtsstandort, war und ist unmittelbar auch immer mit Haftanstalten verbunden. Gerichtsstandort und Haftanstalten. Die Geschichte, würden Sie mich mal bitte ausreden lassen? Ich habe Ihnen den Ablauf gesagt. Wenn es Ihnen nicht passt, dann tut mir es leid. Die Geschichte als Gefängnisstadtort begann bereits 1775 auf Schloss Osterstein mit den späteren Erweiterungen Kornhaus und Zellenhaus. Von 1899 an, mit der Eröffnung der heutigen JVA, hatten wir mehr als 6 Jahrzehnte 2 Gefängnisse und das im Stadtzentrum. Sie wissen, dass sich die heutige Einrichtung in der Schillerstraße in einer Umgebung befindet mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, dem Schwanenteich-Areal, der Hochschule, Handel, Wohnbebauung und vielem mehr. Ich glaube, in der allgemeinen Wahrnehmung der Zwickauer tritt die JVA nur durch gelegentlichen Stau in der Humboldtstraße mit dem Lieferverkehr in Erscheinung. Die Arbeit der Insassen bei der Pflege der Außenbereiche oder im Garten- und Friedhofsamt oder zuletzt bei der Berufsfeuerwehr, wo die Straftäter bei der Entleerung und Säuberung der Sandsäcke eingesetzt werden, die ist niemand aufgefallen. In Alltagsbetrieb werden diese Tätigkeiten kaum wahrgenommen. Zudem, was macht die großen Zentren Sachsens und Deutschland aus? In vielen Großstädten und auch Zwickau ist der Gerichtsstandort mit Landgericht, Amtsgericht, Fachgerichten, Staatsanwaltschaft, auch Polizeidirektion und Finanzamt und JVA von höchster Bedeutung. Wir sind Behördenstandort. Gerade dieser Behördenstandort sichert Arbeitsplätze, Dienstleistungen, beansprucht Baukapazitäten, Einzelhandel und so weiter. Ein Großteil der Angestellten und Beamten wohnt in Zwickau und seinem Umfeld. Der Gerichtsstandort Zwickau benötigt dringend bauliche Erweiterungen, die gegenwärtig auf Eis liegen. All dies wird bewusst und unbewusst auch in zentrale Entscheidungen zum Gerichtsstandort über die Thematik Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Zwickau eingebunden. Ja, und die Gründe. Nicht nur die geschichtliche Entwicklung und die Bedeutung als Behördenstandort. Die bestehende JVA in Zwickau wird definitiv geschlossen.
Die Haftbedingungen, die fehlende Erweiterbarkeit und auch der Denkmalschutz erlauben keinen Betrieb über das Jahr 2000, jetzt sage ich mal keine Zahl, aber mindestens in den nächsten 5 Jahren ist zu erwarten, dass die JVA geschlossen wird. Ohne Ersatz gehen die Arbeitsplätze, die hier sind, weg. Zweitens, mit einer Justizvollzugsanstalt sind eine große Anzahl Arbeitsplätze direkt und indirekt verbunden. Direkt natürlich das Personal der JVA und bei der neuen JVA werden es ca. 400 sein. Zivilangestellte, Bildung und Ausbildung, Sozialdienste, Dienstleister, Groß- und Einzelhandel werden auch Lieferverträge mit regionalen Produkten bekommen, stabile Verträge für Ver- und Entsorgungsunternehmen und indirekt sind betroffen Handel, Gastronomie, Beherbergung, Dienstleistungen und auch Aufträge für die Wirtschaft insgesamt. Dabei, natürlich kann es sein, dass es sich nicht insgesamt um neue Arbeitsplätze handelt, sondern um eine Verlagerung von anderen Städten. Aber das sind neue Arbeitsplätze in unserer Stadt. Und wenn wir nicht reagieren, gehen vorhandene weg. Und es ist auch davon auszugehen, dass die Betroffenen sich dann im Laufe der Zeit auch in Zwickau niederlassen werden. Drittens, der Neubau einer Justizvollzugsanstalt bindet Baukapazitäten in der Stadt Zwickau und der Region. 120 Millionen Euro Bausumme für die JVA, weitere Investitionen in Straßenbau, in Ver- und Entsorgung, in die Absicherung des Wohnraumbedarfs und so weiter sprechen für sich. Viertens, die Nutzung des RAW-Geländes hat bedeutend mehr städtebauliche Effekte als ein Neubau auf dem Gelände des Plattenwerkes. Dort würden einzelne Nutzer auch verdrängt. Das belastete RAW-Gelände wurde zunächst für das Autoterminal der Bremer Lagerhausgesellschaft angekauft. Eine Entwicklung als Industriefläche erfordert von uns eine analoge Erschließung wie jetzt für die JVA. Eine gewerbliche Entwicklung des RAW-Areals dürfte jedoch teurer werden. In jedem Fall müssten wir als Stadt finanziell erheblich in Vorleistung gehen. Fünftens, zu beachten ist, dass bezüglich der Entwicklung des Geländes als allgemeine Industriefläche in der Vergangenheit es auch erheblichen Widerstand gab. Einige, die jetzt hier sind, waren damals auch zu der Veranstaltung im Stadtratssaal und sind gegen die gewerbliche Nutzung aufgetreten. Ich habe noch gut in Erinnerung, als in einer Einwohnerversammlung jemand sagte, wo ich fragte, was wollen Sie denn dann auf dem RAW-Gelände? Wald, also wir sollen aufforsten, das sind die Wünsche, dass wir uns zur Gartenstadt entwickeln. Zwickau bietet alle Voraussetzungen für den Betrieb und das Umfeld einer neuen, größeren JVA. Wie soll eine kleinere Stadt ohne Gemeinde dieses Problem bewältigen? Die typische Reaktion der letzten Jahre, Entwicklung ja, aber nicht vor meiner Haustür, nicht nur beim Thema JVA, bringt uns nicht weiter in der Stadt. Die Installation einer JVA abseits aller Siedlungsräume ist abwegig und kein Planungsziel. Auch die Insassen einer JVA haben Bürgerrechte und sind menschenwürdig unterzubringen und zu behandeln. Der Freistaat hat in der JVA für eine entsprechende Unterbringung, Ausbildung und Beschäftigung, Resozialisierung bei Sicherung der Bürgerrechte zu sorgen. Womit wir bei dem durch die Bürgerinitiative durchgeführten oder uns zugegangenen Fragestellungen und auch geschürten Problemen und Ängsten sind. Eine zunehmende Entwicklungstendenz der Bürgerschaft, und dazu will ich jetzt einige Beispiele noch nennen außerhalb JVA, in den letzten Jahren ist durch alternativlose Ablehnung jeglicher Veränderungen gekennzeichnet. Dies begann bei Kleinigkeiten, als zum Beispiel der Grüne Hof abgerissen wurde, haben sich Bürger beschwert, dass jetzt ihr Lärmschutz weg ist. Oder Einwohner BLG, das hatte ich schon gesagt, auch das ist nicht gewünscht von Ihnen oder von einer Anzahl von Marienthalern. Oder jetzt die Bürgerinitiative gegen das Gewerbegebiet Zwickau Nord, wo es ausschließlich um Verhinderung von Industrie- und Gewerbeansiedlungen dort geht.
Oder jetzt die Bürgerinitiative gegen die Justizvollzugsanstalt in Marienthal. Oder gleich für das gesamte Stadtgebiet. Da muss man sich schon fragen, wo eine solche Einrichtung platziert werden soll, wenn nicht ausreichend in großen Städten wie Zwickau. Die Ansiedlung einer JVA gehört nicht in ländliche Regionen oder ins nächste Waldgebiet. Und zwar ist wichtig, dass wir Brachen vorgeschlagen haben und keine grüne Wiese. Das Thema Haftanstalt, Gefängnis, Knast ist für den Bürger häufig ein psychologisches Problem. Wer dort einsitzt, ist kriminell und auf Dauer gefährlich. Ohne Wissen um die tatsächlichen Abläufe in einer JVA gibt es Ängste vor Ausbrechern, Freigängern, das angeblich negative Umfeld, Drogen, Kriminalität, Prostitution, Polizeistaffeln, Hunde, dauerhafte Scheinwerferbeleuchtung und so weiter. Dazu werden wir dann noch Ausführungen hören. In Zwickau soll eine moderne Haftanstalt entstehen. Mit den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte bei Bau und Betrieb von solchen Anstalten werden an den Neubau und den Betrieb höchste Sicherheitsansprüche gestellt, die auch die existierenden inneren Probleme der bestehenden JVAs in Deutschland minimieren. Ich möchte hier nur auf wenige Einzelthemen der Bürgerinitiative eingehen. Mit welchen Besuchern die Inhaftierten oder täglich rechnen. Jeder Inhaftierte hat das Recht auf Besuch, rechtlichen Beistand und Hafterleichterungen bis zum Freigängerstatus. Geplant sind 730 Haftplätze, davon 90 Freigänger aus dem geschlossenen und im offenen Vollzug. Die Besucher eines Inhaftierten als Problem darzustellen und diese Besucher, die Familien, die Angehörigen, damit offensichtlich als Problembürger auf die gleiche Ebene wie den Inhaftierten zu stellen, widerspricht meiner Meinung nach zumindest jedem Demokratie- und Rechtsstaatsverständnis und hat schon den Charakter von Ausgrenzung und Stigmatisierung. Bitte bedenken Sie, die Insassen einer JVA sitzen in einem Rechtsstaat nicht umsonst ein. Aber es sind nicht alles Monster. Es sind Menschen. Und noch mehr gilt, ihre Angehörigen sind ebenfalls Menschen und gehören zu unserer Gesellschaft. Gerade die Bindung an Familie und deren Umfeld sind äußerst wichtiger Bestandteil der Resozialisierung der Strafgefangenen. Dann die Frage, was wird aus den vorhandenen Arbeitsplätzen, die es auf dem RAW-Gelände noch gibt. Die im Westen direkt angrenzende Lokwerkstatt der Deutschen Bahn Regio hat nach unserer Kenntnis langfristig Bestand. Das ist aber eine Angelegenheit der Deutschen Bahn. Das zurzeit im RAW-Gelände gesicherte Wegerecht zugunsten der Deutschen Bahn zwischen Lokwerkstatt und öffentlichem Straßennetz wird über die Neuerschließung des Gesamtgeländes an die Olsmannstraße gesichert. Der langfristige Bestand der Lokwerkstatt und der dort vorhandenen Arbeitsplätze wird durch die JVA nicht gefährdet. Es sei denn, die Deutsche Bahn entscheidet sich aus unternehmerischem Interesse, dort was anderes zu machen, das ist uns aber nicht bekannt. Dann die Frage des Imageverlustes. Städte wie München, Stuttgart haben Justizvollzugsanstalten, Sie werden es dann sehen, auch große. Bielefeld, wenn Sie jetzt sagen, Bielefeld ungefähr mit uns vergleichbar, hat 1600 Häftlinge. Zwickau ist seit Jahrhunderten Gefängnisstandort. Die Bürger und die Region lebten zu allen Zeiten mit Gefängnissen, ohne dass dies als Problem zu betrachten war. Eine JVA ist extrem abgeschottet, ohne größere Außenwirkung. Eine JVA selbst kann nicht imagebildend sein. Erst der Missbrauch dieser Einrichtungen in der Geschichte, zum Beispiel von 1945 bis 1989 zur Wende in Bautzen oder Hoheneck, haben zu negativen Meinungsbilden geführt. Diese Zeiten sind zum Glück Vergangenheit und nur aus diesem Grund können wir heute frei darüber diskutieren. Zudem zeigt sich gerade in Zwickau, dass unser Image in den letzten Jahrzehnten zum Glück oder leider eben nicht vom Gefängnis abhängen. Zum Glück durch den Automobilstandort, durch die Robert-Schumann-Stadt. Und glauben Sie wirklich,
dass die NSU, was uns in den letzten Jahren ein Negativ-Image eingebracht hat, sich hier anonym niedergelassen hat, weil es hier eine JVA gab. Zwickau war bisher immer stark genug, beziehungsweise konnte zu allen Zeiten andere Schwerpunkte in der Außenwirkung setzen, um auch seitens des Image unserer Stadt niemals auf das Thema Gefängnis reduziert zu werden. Ja, was ist, wer garantiert Sicherheit im Umfeld der JVA? Also eine Garantie, dass es keine, dass sie keinen Autounfall haben oder dass sie ihre Wohnung eingebrochen wird oder sowas. Das kann ihnen niemand geben. Sicherheit in jeder Lebenssituation, das kann ihnen niemand versprechen. Aber was wir ihnen sagen können, und da sind die Fachvertreter da, die hier sind, dass im Umfeld von JVAs auf alle Fälle die Sicherheit nicht geringer ist wie in allen anderen Städten oder Stadtteilen. Ich bitte jetzt den Vertreter des Justizministeriums zu einem kurzen Statement. Nein, ich habe die Reihenfolge bekannt gegeben, Herr Schöpf, jetzt ist der Vertreter des Justizministeriums. Es gibt keine beschlossene Geschäftsordnung, es ist eine Versammlung, die Tagesordnung ist vorgetragen worden und jetzt ist der Herr vom Justizministerium dran. Herr Schöpf, Sie hatten ja die Möglichkeit, im Stadtrat oder im Ausschuss, wo Sie noch im Ausschuss waren, entsprechende Fragen zu stellen. Zur sachlichen Information müssen Sie schon gestatten, dass wir Ausführungen hier machen. Ich habe den Ablauf bekannt gegeben nach den Statements, Vertreter vom Justizministerium, vom Finanzministerium kommen Sie zu Wort. Diesmal haben Sie, Sie hätten die Einwohnerversammlungen, die ich aufgezählt habe, alle nutzen können. Bitte schön, Herr Böck. Ich habe, bitte, das hatte ich Ihnen vorhin gesagt. Bitte sehr. Zuhören erstmal. Ja, vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin. Ich sehe, dass ich mich sehr kurz fassen sollte, weil die Aufnahmebereitschaft schon reduziert ist. Gut, aber trotzdem kommen wir nicht drum herum, ein paar Informationen noch mal vorzustellen, damit wir auch alle wissen, worüber wir reden. Aber ich will versprechen, mich wirklich zu beeilen. Also, Rahmenbedingungen für den sächsischen Justizvollzug. Wir haben insgesamt 3.650 Haftplätze in 10 Justizvollzugsanstalten. Die Auslastung, das sehen Sie, bei 3.539 Gefangenen ist recht hoch mit 95%. Anstalten gelten bei 90% schon als überbelegt, weil man immer Haftplätze braucht, um Haftplätze zu sanieren und eine Differenzierung zwischen gefährlichen, nicht gefährlichen, behandlungsbedürftigen, nicht behandlungsbedürftigen Gefangenen vornehmen zu können. Wir haben 1.782 Bedienstete, wir haben also etwa einen Bediensteten auf zwei Gefangene, die jeden Tag eine ausgesprochen verantwortungsvolle Tätigkeit leisten. Der Überblick über die Justizvollzugsanstalten, die 10, von denen ich sprach, im Freistaat Sachsen, zeigt schon, dass wir ein Ungleichgewicht in Westsachsen haben. Farblich eingefärbt sind nämlich Anstalten mit einer Sonderzuständigkeit. Regis-Breiting ist die Jugendstrafvollzugsanstalt in Sachsen. Waldheim ist die Anstalt für die Sozialtherapie. Dort befinden sich behandlungsbedürftige, besonders gefährliche Sexualstraftäter und Gewaltstraftäter, sowie in einem anderen Bereich Ersttäter mit längeren Freiheitsstrafen. Und in Chemnitz befindet sich der Frauenvollzug nicht nur von Sachsen, sondern auch von Thüringen. Die anderen Anstalten sind grundsätzlich dazu angetan, normale männliche Gefangene aufzunehmen. Torgau, Dresden und Bautzen haben allerdings auch Langstrafenbereiche, in denen Gefangene mit Freiheitsstrafen von über 5 Jahren untergebracht sind. Es ist ausschließlich vorgesehen, sowohl von sächsischer als auch von Thüringer Seite, Gefangene mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren in der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt unterzubringen und Untersuchungsgefangene. Das heißt, verurteilte Schwer- und Schwerstverbrecher wird es in der gemeinsamen Anstalt nicht geben. Warum wollen wir überhaupt eine Anstalt in Zwickau bauen? Es gibt, das haben Sie schon gesehen, in Südwestsachsen nur die JVA Zwickau, das ist die kleinste sächsische Anstalt mit 162 Haftplätzen, um
männliche Gefangene des Regelvollzuges dort unterzubringen. Und das ist zu wenig, denn wir brauchen gegenwärtig 550, also wir brauchen eigentlich mindestens 500 Haftplätze allein von sächsischer Seite, um unsere Gefangenen heimatnah in Westsachsen unterzubringen, jedenfalls die Gefangenen des Regelvollzuges. Diese Haftplätze sind weggefallen durch die baulich bedingten Schließungen der JVA Plauen und der JVA Chemnitz, Teilanstalt Kassberg. So, wieso müssen denn Gefangene überhaupt heimatnah untergebracht werden? Die Gefangenen, um die es geht, die kommen von hier. Das sind Menschen, die aus den Landgerichtsbezirken Chemnitz und Zwickau kommen, die hier vorher gewohnt und gelebt haben und die hier auch wieder hin entlassen werden. Es gibt die, das ist jetzt vielleicht, wirkt ein wenig hochtrabend, die sogenannte Zwei-Säulen-Theorie. Das bedeutet einfach nur, das grundlegende Standortkonzept für den sächsischen Justizvollzug ist, die Gefangenen, die einen besonderen Behandlungsbedarf haben, werden zentral untergebracht. Sie sahen eben schon, Frauen- und Jugendstrafgefangene werden zentral untergebracht, aber eben auch besonders gefährliche Straftäter, die in der Sozialtherapie behandlungsbedürftig sind, kommen in die JVA Waldheim. Und Gefangene, die, obwohl ihre Freiheitsstrafe schon abgelaufen ist, weiterhin für sehr gefährlich gehalten werden und in Sicherungsverwahrung. Deshalb sind in der JVA Bautzen. Langstrafige Gefangene sind in den JVA Bautzen, Dresden und Torgau. Und die anderen Gefangenen, das ist eben die zweite Säule, die ganz normalen Gefangenen, die Freiheitsstrafe von unter 5 Jahren haben und keine besonderen Behandlungsbedürfnisse aufweisen, die sollen heimatnah untergebracht werden. Warum? Deshalb, damit ihre Resozialisierung leichter wird. Das wird unter dem Überbegriff Übergangsmanagement zusammengefasst. Wie gesagt, die werden entlassen und Voraussetzung für eine erfolgreiche, das heißt straffreie Führung nach der Entlassung ist, dass diese Gefangenen sozial integriert sind, dass diese Gefangenen nach Möglichkeit über eine Arbeit, auf jeden Fall über Wohnraum verfügen und dass diese Gefangenen auch über Straffälligenhilfsorganisationen aufgefangen werden. Das heißt, deren Unterbringung muss heimatnah erfolgen, damit deren Resozialisierung und deren Straffreiheit in Zukunft mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gelingen kann. Was die Untersuchungshaft angeht, ist eine heimatnahe Unterbringung in der Untersuchungshaft schon erforderlich, um den Zweck der Untersuchungshaft zu genügen. Die Untersuchungshaft dient nämlich dazu, die Hauptverhandlung zu gewährleisten. Und dieser Zweck würde dadurch gefährdet, dass, wenn die JVA Zwickau eines Tages geschlossen werden würde, hier aber kein neues Gefängnis steht, die Gefangenen zum Prozess an die Landgerichte Zwickau und Chemnitz gefahren werden müssten. Dadurch geht viel Zeit verloren, das ist ein enormer Personalaufwand und dadurch würde sich letztlich auch die Zeit, in der überhaupt Hauptverhandlungen in Strafsachen an diesen Gerichten durchgeführt werden könnten, erheblich reduzieren. Jetzt mal zu der Frage, wieso es eigentlich keine Bürgerinitiativen gegen bestehende Gefängnisse, sondern nur gegen Gefängnisneubauten gibt. Es gibt eine ganze Reihe sächsischer Gefängnisse, die sich in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung befinden. Das ist die JVA Bautzen zum Beispiel. Sie sehen hier insbesondere oben die Wohnbebauung. Das ist die JVA Görlitz, die sich unmittelbar in einem Wohngebiet befindet, unmittelbar in der Innenstadt. Das ist die JVA Torgau. So, jetzt die JVA Torgau. Und die JVA Waldheim befindet sich nicht nur im Zentrum der Stadt, sondern die ist das Zentrum der Stadt. Die ist unmittelbar das Zentrum der Stadt Waldheim. Und dann noch als letztes Beispiel, das Ihnen sehr gut bekannt ist, die JVA Zwickau. In keinem dieser Anstalten gibt es irgendwelche uns bekannten Beschwerden darüber, dass es zur erheblichen Lärmbelästigung der Anwohner kommt, dass es etwa dazu käme, dass sich Prostitution und Drogen in der Nähe der Anstalt ansiedeln würden. Es wird eigentlich eher berichtet, dass das Gegenteil der Fall ist, dass es also eher weniger Delikte im Umfeld dieser Justizvollzugsanstalten gibt als in deren unmittelbarer Nähe. Etwas anderes ergibt sich auch nicht dadurch, dass die Anstalt jetzt größer sein soll als die bisherige JVA Zwickau. Das hier ist ein Überblick über die Neubauvorhaben von Justizvollzugsanstalten im gesamten Bundesgebiet seit dem Jahr 2006. Aus der ergibt sich,
dass mit Ausnahme von Sonderjustizvollzugsanstalten wie etwa einem Justizvollzugskrankenhaus, unserer Jugendstrafvollzugsanstalt in Regisbreiting und einer Frauenanstalt in München alle Anstalten eine Größe von über 500 Haftplätzen gehabt haben und sogar zwei Anstalten, nämlich die JVA Bilwerder und die JVA Düsseldorf, eine Größe von über 800 Haftplätzen gehabt haben. Die Größe von 820 ist also keineswegs besonders dramatisch, was man auch daran erkennen kann, dass es ja unter den bestehenden Anstalten in Deutschland auch Anstalten gibt, die deutlich größer sind. Die JVA München-Stadelheim hat über 1.300 Haftplätze. Die Frau Oberbürgermeisterin erwähnte schon die JVA Bielefeld, bei der es sich sogar um eine Anstalt des offenen Vollzugs handelt. In Berlin gibt es zwei Anstalten, die über 900 Haftplätze haben, nämlich Tegel und Moabit. Und wenn Sie sich auf Google Earth mal die JVA Moabit angucken oder auch München-Stadelheim, die größte Anstalt des geschlossenen Vollzugs Deutschlands, werden Sie feststellen, dass auch diese Anstalten unmittelbar an Wohnbebauung angrenzen. Die sächsischen Anstalten sind sicher nach außen. Es gibt immer Befürchtungen, wenn es eine neue Justizvollzugsanstalt gibt, geht von dieser Justizvollzugsanstalt nicht etwa eine Gefahr für die Anwohner aus, weil es dort zu Entweichungen kommt. Hier sehen Sie einen Überblick über die Entweichungen im Freistaat Sachsen und im Bundesvergleich. Die deutschen Anstalten sind schon sicher, aber die sächsischen sind noch sicherer. Wir haben in den letzten 11 Jahren haben wir drei Entweichungen aus dem geschlossenen Vollzug gehabt. Und das sind keine Hollywood-Reifen-Entweichungen gewesen mit Schießereien und Mauerdurchbrüchen, sondern die Entweichung 2007 in der JVA Bautzen bestand darin, dass sich ein Gefangener, der in einem Arbeitsbetrieb gearbeitet hat, in einen Karton hat verpacken lassen und dann von einem Lieferfahrzeug aus der Anstalt gefahren worden ist und am Nachmittag wieder bei seiner Mutter festgenommen wurde. Und die Entweichung im Mai 2013 aus der JVA Dresden bestand darin, dass sich ein Gefangener, Sie haben es möglicherweise der Presse entnommen, als jemand anders ausgegeben worden ist und aufgrund verschiedener individueller Fehler dann tatsächlich entlassen worden ist. Die Entweichungen, die aufgeführt sind in der Tabelle, sind Entweichungen aus dem offenen Vollzug, also von Gefangenen, die ohnehin einen wesentlich geringeren Gefährdungsgrad aufweisen oder aus Entweichungen während Ausführungen. Sie entnehmen der Übersicht, dass es sich um sehr wenige Fälle handelt und dass die sächsischen Zahlen noch deutlich besser sind als die Zahlen im Bundesvergleich. Eine weitere Sorge, die häufig geäußert wird über Entweichungen hinaus, sind Gefangene, die bei Lockerungen sich nicht so verhalten, wie sie das machen sollen. Zur Darstellung der Situation dient jetzt diese Übersicht. Auch daraus ergibt sich die Lockerungspraxis in Deutschland ist sicher und die Lockerungspraxis in Sachsen ist noch mal deutlich sicherer. Eine Versagerquote von 0,02 bis 0,04%, die ist quasi statistisch schon vernachlässigbar. Und jetzt mögen Sie sagen, ja, aber das können sehr tragische Fälle sein. Nein, das sind es aber auch nicht. Die einzigen Straftaten von gelockerten Gefangenen, die uns zur Kenntnis gelangt sind, sind Straftaten von sehr geringer Intensität, Ladendiebstähle, Bestellungen im Internet, also Betrügereien im Internet, Beleidigungen oder irgendwelche Diskoschlägereien. Und diese Straftaten haben sich in der Regel auch nicht unmittelbar in der Nähe der Justizvollzugsanstalt abgespielt, sondern dort, wohin der Gefangene seinen Ausgang hatte oder seinen Urlaub. Das hat auch seinen Grund. Das Verfahren, bevor überhaupt jemand Lockerungen bekommen kann, ist ausgesprochen aufwendig. Das beginnt damit, dass man zunächst ein Gespräch mit dem zuständigen Sozialarbeiter führt, der mit einem standardisierten Anamnesebogen die Gefährdungsrisiken des Gefangenen erfasst. Das geht weiter, dass die Entscheidung jeweils durch eine sogenannte Vollzugsplankonferenz unter Vorsitz eines Abteilungsleiters zu treffen ist,
Diese Vollzugsplankonferenzen sind multiprofessionell besetzte Einrichtungen. Der Abteilungsleiter ist mindestens ein Bediensteter des gehobenen Dienstes, der ein entsprechendes Fachhochschulstudium absolviert hat. Und bei Gefangenen, bei denen es problematischer wird, etwa bei Gewaltdelikten, ist auf jeden Fall auch der psychologische Dienst zu beteiligen. Es wird immer die Staatsanwaltschaft angehört und die Entscheidung trifft letztlich immer über die Erstlockerung der Anstaltsleiter, also Herr May, was die JVA Zwickau jetzt angeht. Ja, ich werde mich beeilen, aber das ist doch der Kern auch der Fragen, der immer an den Justizvollzug gestellt wird. Gut, innerhalb... innerhalb des Justizvollzuges besteht Sicherheit. Die Anzahl von Übergriffen auf Gefangene und auf Bedienstete ist gering. Es gab in den letzten Jahren keine relevanten Vorkommnisse in den JVAs. So, dann komme ich zum letzten Thema. Das letzte Thema war die Frage, wie soll die Beschäftigung der Gefangenen in der neuen Justizvollzugsanstalt erfolgen? Eine Übersicht darüber sehen Sie jetzt hier. 75% der Gefangenen sollen beschäftigt sein, aber das ist nicht nur eine Beschäftigung wie unter Anstrich 1 in Eigenwirtschafts- und Unternehmerbetrieben, sondern auch in beruflichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, schulischen Ausbildungsangeboten, gemeinnützige Arbeit. Jeder, der aufmerksam an der JVA Zwickau jetzt vorbeigeht, wird also häufiger mal einen Gefangenen bei der Durchführung von gemeinnütziger Arbeit, bei der Reinigung von öffentlichen Wegen beobachten können und die Teilnahme an therapeutischen Maßnahmen. Weil jetzt natürlich die Frage erwartbar ist, ob damit nicht Arbeitsplätze von externen Firmen gefährdet werden. Ein Überblick über die Einnahmesituation der Arbeitsbetriebe des sächsischen Justizvollzugs insgesamt, also nicht nur unsere Anstalt, über die wir reden. Wir haben 7 Millionen Einnahmen in unseren 10 sächsischen Justizvollzugsanstalten insgesamt und das sächsische Handwerk hat insgesamt Einnahmen von 21 Milliarden. Wir haben regelmäßig eine absolute Nischenproduktion, etwa in den Schlossereien, die wir betreiben, stellen wir in der größten Schlosserei, in der JVA Waldheim, Haftraumfenster und Haftraumgitter her. Also es wäre verfehlt zu sagen, dass wir wirklich ernsthaft eine Konkurrenz, schauen Sie sich die Zahlen an, für das sächsische Handwerk darstellen. Und dann komme ich jetzt auch wunschgemäß zum Ende und bedanke mich für Ihre Geduld. Ja, meine Damen und Herren, dann wechseln wir schnell das Gebiet. Ich will mich auch versuchen, kurz zu halten, aber ich denke, selbst wenn ich aus den Zuschauerreihen schon gehört habe, dass Sie sich sehr gut vorinformiert haben, vieles Ihnen bekannt ist, wenn es um Geld geht, wenn es um Liegenschaften geht und wenn es um den staatlichen Hochbau geht, dann möchte ich schon hier nochmal den Beitrag des sächsischen Finanzministeriums zum Ausdruck bringen, denn ich denke, gerade bei Geld ist es letztendlich unser aller Geld, unser Steuergeld, was hier letztendlich für einen Bau einer solchen Einrichtung dann auch genutzt wird. Und deswegen von mir ganz kurz auch eine Erläuterung zu der Diskussion, wieso sich die sächsische Staatsregierung hier in letzter Minute recht kurzfristig, will ich sagen, nochmal in Zwickau für einen anderen Standort entschieden hat. Warum wir zwischen dem Standort Pöhlau und dem Standort Marienthal in den letzten Wochen eine Diskussion erzeugt haben, die natürlich, viele Gründe hat und ich will versuchen, das ganz kurz zu erläutern. Unsere Geschichte, die uns heute hier zusammenführt, fängt eigentlich genau fast auf dem Tag im November 2011 an. In diesem Zeitpunkt haben wir seinerzeit uns entschlossen, für eine künftige gemeinsame JVA Sachsen-Thüringen Standorte zu suchen. Eine ganz legitime Aufgabe für einen staatlichen Bauherrn, haben wir natürlich nach den Gesichtspunkten, das ist ausführlich vom Justizministerium meinem Kollegen erläutert worden, eine Fläche gesucht, die mindestens 20 Hektar groß war, die natürlich in der Anbindung zur Autobahn gut erschlossen ist und die auch im öffentlichen Verkehr eine recht gute Anbindung letztendlich bietet. Wir haben hier
in unserem Großraum Westsachsen nach 10 Grundstücken Ausschau gehalten, haben nicht nur, obwohl wir der größte Immobilieneigentümer als Freistaat Sachsen darstellen, landeseigene Immobilien untersucht, sind an die Städte und Kommunen herangetreten in den Landkreisen und haben gesagt, wo gibt es diese optimalen Bedingungen, und haben natürlich, wenn das also auch dort nicht der Fall war, bis hin zu privaten Dritten nach Lösungsmöglichkeiten, also nach Grundstücken gesucht. Ich will das Verfahren abkürzen, weil wir sind letztendlich schrittweise mit Thüringen im Gleichschritt, die haben das auf den gleichen Zeitraum gemacht, auf 2 Grundstücke letztendlich zurückgekommen. Und diese beiden Grundstücke, in der Vorauswahl waren es 4, waren in Zwickau. Thüringen hat ebenfalls 2 Grundstücke zur Verfügung gestellt. Und diese Grundstücke, die dann letztendlich Zwickau-Pöhlau, Zwickau-Marienthal, Großenstein in Thüringen und Gera in Thüringen waren, wurden natürlich durch K1-Gutachten, das heißt also, wir haben hier nach unserer Richtlinie Bau Voruntersuchungen durchgeführt für die Bereiche Altlastenentsorgung, Erschließungskosten, für Abbruchkosten etc. Und natürlich war es auch wichtig, Grunderwerbskosten letztendlich zu definieren, damit wir dann in der Gesamtsumme auch wirklich wirtschaftliche Ergebnisse vorlegen können, denn das sächsische Finanzministerium ist der sächsischen Haushaltsordnung untergeordnet und in § 7 geht es eindeutig um die Wirtschaftlichkeit. Demzufolge haben wir, ohne dass wir jetzt die Grundstücke schon mit den Eigentümern bewertet haben, Verhandlungen geführt haben, rein vorsorglich diese K1-Gutachten durchgeführt mit Zustimmung der Eigentümer, haben diese zusammengestellt und haben in Reihenfolge gewichtet. Und es war, genauso wie Sie es auch wissen, der Standort Zwickau-Pöhlau, der sich zu dem Zeitpunkt dann als der wirtschaftlichste Standort erwies, ausfindig gemacht worden. Es gab einen Kabinettsbeschluss Anfang 2013, in dem also zwischen Thüringen und Sachsen vereinbart wurde, jawohl, in Zwickau am Standort Pöhlau soll eine gemeinsame JVA entstehen. Danach gab es den Auftrag, und ich denke, es ist auch Ihnen bekannt, die Sie informiert sind, sehr aufgeregt in der Presse, wieso kann ein Freistaat von einem Traum der Errichtung einer JVA sprechen, wenn er noch nicht mal das Grundstück gesichert hat. Wir fühlten uns so ein bisschen ausgelacht, weil natürlich es wichtig ist, dass man auch, wenn man eine solche Entscheidung trifft, die rechtlichen Grundlagen gesichert sind. Also haben wir umgehend im Januar 2013 den Staatsbetrieb SIB aufgefordert, das Grundstück zu sichern. Wir haben vorhin schon darüber geredet, über die Sicherung, also ein Kaufvertrag mit aufschiebender Wirkung, der einer Zustimmung des Freistaates Sachsen zu einem Termin bedarf, um rechtskräftig zu werden. Auch das sind keine juristischen Findigkeiten, sondern das sind übliche Verträge, die wir auch in der Vergangenheit geschlossen haben. Als wir nähere Verhandlungen, und der Verhandlungsführer sitzt heute auch mit hier im Raum, Herr Ruf vom SIB, dann in Verhandlungen gegangen sind, stellten wir fest, dass natürlich von außen her, in Anscheinnahme eines Gebäudes und eines Geländes, nicht der Kaufpreis absolut sicher ableitbar ist, sondern wir erfuhren viele Dinge, die wir also am Standort mit in den Kaufpreis einplanen mussten. Und wir stellten fest, dass unsere ursprüngliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung alleine durch den Tatbestand des Grunderwerbs, ich will gar nicht von den anderen Kriterien reden, deutlich sich verschoben hatte. Und ich denke, selbst wenn wir dieses Grundstück im August uns gesichert hatten, ist es legitim weiterzumachen, zumal wir von der Stadt Zwickau ein Angebot haben. Und deswegen wurde der Wirtschaftlichkeitsvergleich nochmal überarbeitet mit den Grundlagen, die wir durch die Kaufverhandlungen mit der Saxonia GmbH letztendlich erzielen konnten. Und wir haben uns deshalb, und ich denke, es ist ganz wichtig, dass der Staatsminister für Finanzen eine solche Entscheidung getroffen haben, nochmal entschieden, hinsichtlich des Standortes eine Änderung vorzunehmen, dem Kabinett eine Vorlage zu machen und gemeinsam mit Thüringen einen solchen Standort zu suchen, der nach unserem Dafürhalten, wenn es um einen Millionenbeitrag geht, legitim ist, nach Haushaltsordnung das zu begründen. Und das ist alleine der Grund, dass wir heute letztendlich hier mit Ihnen die Diskussion führen, dass der Standort Zwickau-Marienthal momentan der Standort ist, den die Staatsregierung im Kabinettsbeschluss besiegelt hat für den Bau einer neuen JVA. Das wollte ich Ihnen noch mal ganz kurz rüberbringen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine reichliche Dreiviertelstunde haben wir Ihnen jetzt aus den verschiedenen Blickrichtungen die Situation vorgetragen. Wer möchte das Wort? Bitte schön, der Herr. Mein Name ist Hans Solbrig. Ich bin seit 1941 Zwickauer, seit 1966 Marienthaler und seit 1999 glücklicher Besitzer, ich mag es hier wirklich kaum sagen, eines so seltenen und raren Eigenheims in Zwickau-Marienthal. Warum ich heute hier ums Wort bitte, richtet sich speziell an Sie, Frau Oberbürgermeisterin. Gehen Sie bitte davon aus, der Großteil, der hier im Saal sitzt, sitzt nicht da, um gegen eine Justizvollzugsanstalt in Zwickau zu votieren, sondern um ihre Machenschaften, wie sie die Bürger ums Licht geführt haben. Und dazu zwei Fragen. Bezug nehmend auf das jüngste Epistel zum heutigen Sachverhalt, der Artikel Impulsschlag, der heute uns zugänglich war. Dort ist die Rede, dass Sie über 100 Medien den Zwickauern weisgemacht haben, wie gut eine Justizvollzugsanstalt in Marienthal wäre. Das ist vollkommen falsch. Richtig ist, dass, wie es der Vertreter vom Finanzministerium bisher auch gesagt hat, bis Anfang dieses Jahres der Vorzug zum Plattenwerk galt, als wirtschaftlichster Standort. So, und deshalb meine Fragen jetzt, speziell, es wird noch andere geben. In diesem Zusammenhang hat der Finanzminister des Freistaates Sachsen in einem Statement geäußert, die Stadt hat ein lukratives Angebot gemacht, auf das er aus wirtschaftlichen Gründen zurückgreifen muss. Und dabei würde die Stadt die Erschließungskosten für 7 Millionen oder mehr übernehmen. Meine Frage dazu, warum muss Zwickau aus dem Stadtsäckel unserer Steuern für eine länderübergreifende Maßnahme Geld ausgeben? Und die zweite Frage, warum haben Sie den Immobilienguru Bernd Arzt dieses Jahr noch beauftragt, für das Plattenwerkgrundstück Verhandlungen zu führen für einen günstigen Kaufpreis? Danke. So, erste, Sie hatten ja mehrere Fragen. Das erste ist, die 100 Medienberichte beziehen sich nicht auf Zwickau über Marienthal, sondern wir haben uns darauf bezogen, dass ca. 100 Berichte in den Medien waren, in denen es um einen Bau einer Justizvollzugsanstalt in Zwickau ging, in Marienthal und in Pöhlau. Das war die Aussage zur Richtigstellung. Das zweite ist, ich habe vorhin, auch wenn Sie der Meinung waren, dass ich zu lange gesprochen habe, Ihnen ausführlich erklärt, wie der zeitliche Ablauf war. Mit der Interessensbekundung, mit dem Beschluss, mit dem einstimmigen Beschluss des Stadtrates und mit dem Beschluss des Stadtrates jetzt im September. Und ich habe Ihnen auch ausführlich erklärt, dass niemand hinters Licht geführt worden ist, dass alles öffentlich war, dass ich in den Einwohnerversammlungen immer über den Sachstand berichtet habe und dass wir auch in unserem Internet berichtet haben und teilweise auch in unserem Pulsschlag berichtet haben. Was die Medien jetzt dazu berichten, das ist teilweise auch gebrochen durch Darstellung in den Medien, aber von der Sachlage ist auch hier, denke ich, realistisch alles berichtet worden. Und nochmal, der Freistaat Sachsen hat im Laufe des Jahres noch zwei Standorte favorisiert, Pöhlau und das RAW-Gelände. Ich habe Ihnen vorhin vorgetragen den ersten Beschluss und dort bin ich beauftragt worden. Ich handelte nicht von mir alleine, da habe ich nicht die Zuständigkeit. Ich bin beauftragt worden durch einen beschließenden Ausschuss dieses Stadtrates, dass wir uns mit dem RAW-Gelände bewerben. Und das haben wir getan.
Und die Beschlussfassung, dass wir die Erschließungskosten ernehmen, ist ebenfalls im Stadtrat erfolgt. Und diese Erschließungskosten für dieses Gelände, das habe ich vor uns auch noch mal deutlich gemacht, die müssen wir auch übernehmen, wenn wir dort Gewerbe ansiedeln. Die Kosten für die Stadt wären dann aber noch bedeutend höher. Da würde es nicht nur um diese Straße gehen. Das hatten wir im Rahmen der BLG-Ansiedlung, waren wir ja schon sehr weit. Wir hätten 40 Millionen aufbringen müssen, um erstmal in Vorleistung zu gehen, ehe wir im Nachgang dann über den Grundstücksverkauf einiges wieder hätten einspielen können. Das waren die Überlegungen, die dort im Hintergrund waren. Und es ist niemand hinters Licht geführt worden. Und nochmal, und das wird der Herr Professor Storch vom Finanzministerium mir bestätigen können, die Verhandlungen mit Plattenwerk und die Verhandlungen mit der Stadt Zwickau liefen parallel. Wir haben uns nicht extra nochmal beworben, sondern das lief immer parallel. Beide Standorte liefen parallel. Und ich habe den Herrn Arzt nicht beauftragt, das Plattenwerk anzubieten. Das ist einfach gelogen, das stimmt nicht. Weitere Fragen? Eine andere, das haben Sie vielleicht verwechselt, da das in den Medien stand, da kann ich das jetzt auch noch mal sagen. Der Herr Arzt ist beauftragt worden, die Ankäufe für das Industriegebiet Zwickau Nord im Auftrag der Stadt Zwickau durchzuführen. Das hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Zwickau Nord ist Schneppendorf. Das ist dort die Bürgerinitiative, die ich vor uns beschrieben habe. Mein Name ist Bernd Wittmann, ich wohne in Zwickau. Als ich das letzte Mal eine Rede gehalten habe, das war am 3. Oktober 1976, danach war ich Gefangener des MFS. Ich möchte dazu sagen, ich bin für den Neubau dieses Gefängnisses. Alle, wie sie hier sitzen, hätten nicht die Courage gehabt, zu DDR-Zeiten dagegen aufzutreten. Und wenn ich so in die Runde gucke, da hätte ich also schon circa 20, 25 Mann, die für den Erstbezug in Frage kämen. Und, Moment. Und dieses Gefängnis, das ist mir lieber als wie ein Asylantenheim, dass wir dann Schneeberger Verhältnisse bekommen. Hier war die Frau hat eine Wortmeldung. Hier. Ja, also schönen guten Abend. Mein Name ist Möckel. Ich bin 28 Jahre alt, bin in Zwickau geboren und wohne eigentlich seit meiner Kindheit in Mariental und muss eigentlich sagen, war immer sehr stolz drauf, Marientaler zu sein, weil es für mich eigentlich immer der Stadtteil von Zwickau war, der familiär, der für alte Leute immer am interessantesten war und der für mich immer den Charakter hatte, eigentlich in Zwickau ein eigenes kleines Dörfchen zu sein und wo der Zusammenhalt immer gut war. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin jetzt seit März diesen Jahres Mutti geworden und stehe eigentlich heute hier, weil ich für eigentlich die ganzen jungen Muttis aus Mariental spreche. Wir haben Angst. Wir haben als Marientaler Mütter wirklich Angst. Wir haben in dem Sinne nicht wirklich Angst. Wir wissen, dass in Zwickau bereits eine Justizvollzugsanstalt steht. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Wir wissen auch, dass die gegenüber vom Schwandeich steht und dass dort jeden Tag Mütter mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sind. Jedoch haben wir Angst vor dem offenen Vollzug und vor den Freigängern. Weil wir nicht wissen, können wir unsere Kinder ruhigen Gewissens früh abgeben. Ich muss es auch wirklich so sagen. Und es gibt mittlerweile auch viele junge Muttis in Mariental, die überlegen, ihre Kinder aus den Kindergärten zu nehmen und in andere Stadtteile den Weg auf sich zu nehmen, um ihre Kinder ruhigen Gewissens abgeben zu können. Und gerade der Marienhof, der unmittelbar dann betroffen sein wird, wir haben wirklich Angst und wir wollten wirklich darauf hinweisen, dass uns das wirklich nahe geht, ne, als junge Familien und als junge Mütter. Und wir bitten Sie deswegen nochmal darüber nachzudenken und haben auch die Frage dazu, inwieweit kann man die Sicherheit unserer Kinder gewährleisten und kann man auch wirklich davon ausgehen,
dass durch den Offenvollzug und durch die Freigänger keine Gefahr für uns besteht und dass auch in den nachfolgenden Jahren keine, sage ich jetzt mal, Schwerverbrecher in Zwickau stationiert werden, wie Sexualstraftäter und so weiter, weil das bewegt uns sehr. Danke. Also danke für Ihren Beitrag. Das ist durchaus nachvollziehbar, dass man diese Bedenken haben kann. Es ist ja vor uns schon auch erläutert worden, dass wir jetzt auch schon Häftlinge haben, die im Freigang sind. Aber zu dem Thema insgesamt wird Herr Göcken ja noch mal etwas sagen. Ja, vielen Dank. Also ich habe ja eben schon mal versucht zu erläutern, wie groß tatsächlich die Gefährdungen sind, die von gelockerten Gefangenen ausgehen. Da wurde ich ja dann auch zur Eile gemahnt, aber ich habe versucht, das dort ja schon mal darzustellen. Was ich Ihnen garantieren kann, ist, dass wenn es keine heimatnahe Unterbringung von Gefangenen gibt, wenn es keine vernünftige Resozialisierung von Gefangenen gibt, wenn Gefangene einfach so irgendwo anders auf die Straße gelassen werden, um dann hier unvorbereitet wieder in Westsachsen anzukommen, dass dann deren Straffälligkeit deutlich erhöht sein dürfte gegenüber einer vernünftigen Resozialisierung und einer vernünftigen Entlassungsvorbereitung. Und Herr May würde noch mal ergänzen, wie es jetzt aktuell schon in Zwickau läuft. Nicht nur das Schmarrnteichgelände, wir haben ja auch eine Schule gegenüber. Zurzeit ist es übrigens eine Grundschule. Die Nikolaischule ist ja jetzt im Gebäude ehemaliges Gerd-Hauptmann-Gymnasium. Herr May, bitte. Ja, vielleicht erst mal grundsätzlich. Es ist natürlich so, dass eine Justizvollzugsanstalt, das ist ja keine Schule, ne? Das ist auch kein Kindergarten. Und insofern hat der Bürger von dem Grunde nach eine gewisse Scheu vor solchen Einrichtungen. Das kann ich nachvollziehen, halte das aber durchaus für überzogen. Bevor ich vielleicht jetzt auf die konkrete Fragestellung eingehe, ich merke bei der Gesprächsführung, dass sehr wenig über Justizvollzugsanstalten überhaupt bekannt ist. Ich merke auch, dass die wenigsten von Ihnen das Innenleben einer Anstalt kennen. Das wollen Sie vielleicht auch nicht kennenlernen. Ich möchte trotzdem nicht versäumen, Ihnen anzubieten, das kann ich natürlich nicht für alle tun, aber Ihnen anzubieten, vielleicht den Sprechern der Bürgerinitiative, die bestehende Anstalt sich mal anzuschauen. Das ist ein Angebot, was ich Ihnen gerne unterbreite. Zu der Frage Freigänger, offener Vollzug. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass ein Gefangener Straftaten in unmittelbarer Umgebung einer Justizvollzugsanstalt verübt. Das ist einfach nicht logisch, weil er ja dort im Prinzip dem Zugriff des Staates unmittelbar wieder ausgesetzt ist. Also wenn überhaupt Gefangene Straftaten verüben, dann im Regelfall weit weg von der Justizvollzugsanstalt. Das mal zum einen. Zum anderen, die Gefangenen im offenen Vollzug sind besonders geprüfte Gefangene. Es spielen eine Unzahl an Faktoren eine Rolle, bevor ein Gefangener in den offenen Vollzug überhaupt gelangen kann. Dazu zählt die Straftat als solches. Es ist also ein Unterschied, handelt es sich um einen Diebstahl oder handelt es sich um eine Vergewaltigung. Da spielt die Straflänge eine Rolle. Da spielt eine Rolle, wie viele Vorstrafen der Gefangene hat. Ist es ein Ersttäter oder war er schon von seinen 60 Lebensjahren vielleicht 30 Jahre in Gefängnissen? Da spielt eine Rolle, gibt es soziale Bindungen, ist eine Ehefrau da, ist eine Freundin da, wo die sozialen Kontakte stimmen. Da spielt eine Rolle, wird gegen den Gefangenen noch in anderer Sache ermittelt. Das heißt, wir befragen die Staatsanwaltschaft. Der Herr Göckenjahn hatte diesbezüglich das erwähnt. Und. Also Sie dürfen mir glauben, wir tun uns damit sehr schwer, bevor wir einen Gefangenen Vollzugslockerungen geben beziehungsweise ihn in den offenen Vollzug verlegen. Das ist auch für so eine Anstalt und für die Bediensteten dieser Anstalt ein durchaus schwieriger Prozess. Aber bedenken Sie bitte, dass Strafgefangene in der Regel eine zeitige Freiheitsstrafe verbüßen. Das heißt, die Strafzeit endet irgendwann. Und wenn die Strafzeit endet, werden wir den Gefangenen entlassen. Und denken Sie mal darüber nach,
was sinnvoller ist, den Gefangenen nach 8 Jahren Freiheitsstrafe, das nenne ich mal als Beispiel, einfach so zu entlassen, ohne Vorbereitung, nachdem sich in 8 Jahren in der Stadt vieles verändert hat. Das können einfache, andere Systeme sein beim Benutzen von Verkehrsmitteln, von Straßenbahnen, von Zügen. Da können ganze Haltestellen verlegt worden sein. Das ist für so einen Menschen schwierig. Deshalb ist es unsere Aufgabe, diesen Menschen auf die Entlassung vorzubereiten. Und das ist schwierig, das ist auch mit Risiko verbunden. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir das nach bestem Gewissen tun. Okay. Wobei noch mal ergänzen, Herr May, für die neue JVA jetzt in Zwickau sind maximal 5 Jahre Strafzeit vorgesehen, weil Sie jetzt das Beispiel mit den 8 Jahren hatten. Herr Keilhofer. Mein Name ist Professor Keilhofer, ich bin Marienthaler. Ich komme jetzt allerdings schon so ein bisschen vor, als wäre ich im Vollzug. Das sind wir alle nicht. Sie sind hier auf einer Bürgerversammlung und diese Bürger haben mit Vehemenz unterschrieben, nämlich mehr als 4.000 Unterschriften, eine Petition. Wir haben eine Petition unterschrieben, die dem Landtag übergeben worden ist, mit der Bitte, dass wir diesen Bau nicht haben wollen. Die Antwort ist, so leid mir es tut für Sie als Vertreter der Justiz, wir wollen Sie hier gerne als Gäste begrüßen, aber nicht ein Gefängnis hier haben. Und zwar nicht, auch nicht in dieser massiven Höhe, wie sie geplant ist. Und Frau Bürgermeisterin, ich schätze Sie sehr, wirklich. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass Sie mit keinem Satz darüber reden, was die ursprüngliche Planung des RAW mal war. Nee, warten Sie mal ab. Da ist immer gesagt worden, wir suchen alternativ Industrieanwendungen. Wir suchen das für Gewerbetreibende. Und heute konfrontieren Sie uns mit einer Alternative, die da heißt, der große Knast soll her. Und Sie argumentieren das schlüssig und ich will Ihnen gar nicht vorwerfen, auch Ihnen nicht und dem Stadtrat nicht, dass sich alle Mühe gegeben haben. Aber warum trauen Sie sich nicht zu sagen, vielleicht haben wir an der Stelle eine falsche Entscheidung favorisiert? Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag ganz elegant alles Mögliche umschrieben und ausgemerzt, was die Marienthaler an Ängsten mitbringen beim Bau so eines Riesengefängnisses. Und Sie haben zum Beispiel auch in Ihrem Vortrag kaum sind Sie darauf eingegangen, wie es denn in dem Knast selber zugeht, welche Opfer selber im Knast produziert werden und welche Aggression dort dokumentiert ist. Das heißt also, es ist nicht so einfach, dass man nur etwas Betonbauten hinstellt, nach dem Motto, da ziehen dann 800, 900 Gefängnisinsassen ein und dann ist die heile Welt produziert. Die ist noch nicht produziert. Ich will Ihnen auch keinen Vortrag über einen modernen Justizvollzug halten, aber was wir gemacht haben ist, wir haben uns als Bürger gesagt, wollen wir das als Marienthaler oder nicht und haben gesagt, wir wollen es nicht. Und als zweites haben wir noch eine Bürgerbefragung nachgeschoben, weil wir das nicht wollen. Und ich bitte Sie nochmal nachzudenken, ob der Weg, den Sie jetzt gegangen sind, der richtige ist für uns Zwickauer. Zwickau ist eine schöne Stadt, deshalb bin ich hierher gezogen. Und ich möchte auch noch länger hier wohnen bleiben. Aber ich sage, wenn man sich falsch entschieden hat, macht es auch nichts aus, wenn man diese Entscheidung auch mal wieder zurücknimmt. Und darum würde ich bitten. Herr Professor Keilhofer, bloß eine kurze Antwort darauf. Ich will nicht nochmal alles ausführen, was ich vorhin gesagt habe. 2011 im August. Und jetzt haben wir, seitdem war das bekannt, und jetzt haben wir fast Dezember 2013. Und alle Möglichkeiten, ich werde auch weiterhin jedes Jahr in jedem Stadtteil eine Einwohnerversammlung machen.
6 Einwohnerversammlungen jedes Jahr, dieses Jahr werden es sogar 9 sein. Und ich frage mich, wo sind die Bürger da? Wo sind die Bürger da? Seitdem ist es bekannt. Nein, die Einwohnerversammlungen finden nicht vormittags statt. Sie finden abends statt und sie finden von 18 Uhr bis 20 Uhr bis 20.30 Uhr, bis die Probleme ausdiskutiert sind. Und ich kann Sie nur aufrufen, kümmern Sie sich oder interessieren Sie sich mehr für die Entscheidung des Stadtrates, interessieren Sie sich mehr für das Leben in dieser Stadt. Herr Ziesler. Ja, also mein Name ist Gabriele Friedrich, bin ebenfalls Einwohnerin von Zwickau und ich bin auch Marienthaler Bürgerin. So ein bisschen überlege ich jetzt, ob ich mich trauen soll, aber ich bin eine Marienthaler Bürgerin, die nicht gegen den Bau des Gefängnisses ist. Was ich hier noch dazu sagen muss, ich bin Mitglied des Stadtrates und ich sitze auch im Finanzausschuss, habe somit Frau Dr. Findeis beauftragt. Aber wie gesagt, ich bin Marienthaler Bürgerin und ich kann das durchaus verstehen, wenn die junge Frau hier vorne sagt, ich bin auch Mutter und habe gewisse Ängste. Also ganz ehrlich gesagt, mir wäre das auch lieber, wenn diese Justizvollzugsanstalt irgendwo ganz anders ist. Aber wenn Sie genau hingehört haben auf die Argumente, die heute gekommen sind, auf nochmal diese ganz sachlichen Argumente, dann bleibt natürlich immer zu sagen, eine hundertprozentige Sicherheit wird uns nie und keiner hier in diesem Raum geben können, dass uns nichts passiert. Aber ich finde, das Risiko, was damit verbunden ist, das ist kalkulierbar. Und die Argumente, die für eine Justizvollzugsanstalt sprechen, die hat Frau Findeis aufgezählt, die haben die Herren hier aufgezählt und die sind für mich entscheidender, dem zuzustimmen, auch wenn ich ein klein bisschen Angst wahrscheinlich immer behalten werde. Aber die ist nicht so groß und ich finde, nach dem, was heute gekommen ist, kann man sie auch wieder auf ein realistisches Maß runterbringen und ja, einfach dafür sein. Ich bin jedenfalls dafür. Herr Ziesler, hier hinten, der Herr, halt sich schon. Dankeschön, guten Abend. Mein Name ist Rehse. Ich habe die Saxonia Logistikgesellschaft vertreten bei den Verhandlungen mit dem Freistaat Sachsen. Und ich habe heute mir noch mal angehört, sämtliche Argumente. Und ich denke auch, dass die Zwickauer Bürger generell sich sag mal, nicht in die Ecke stellen lassen müssen, dass also generell hier ein Gefängnis sag mal, dergestalt abgelehnt wird, dass man also hier nicht Resozialisierungsgedanken etc. pp. An den Tag legt. Ich habe aber auch sehr wohl verstanden, dass ein innerstädtischer Standort recht schwierig sag mal, zu vermitteln ist an die Bürger. Und ich habe auch von Herrn Dr. Storch heute, von Herrn Dr. Storch erfahren, dass der Standort Zwickau-Pöhlau viel teurer ist. Gegen den Standort Zwickau-Pöhlau habe ich meines Erachtens nicht solche großen Widerstände erlebt bei der Veröffentlichung der entsprechenden Beschlüsse wie heute gegen Marienthal. Und ich habe mir auch anhören müssen, dass also hier ein wesentlich geringerer Kostenfaktor zu einer völlig überraschenden Entscheidung des Umswitchens der Beschlusslage von Zwickau-Pöhlau zu Marienthal gekommen ist. Und ich habe dazu einige Fragen. Erstens, ich habe heute gelernt, dass 7 Millionen Erschließungskosten für das Grundstück in Marienthal als Beitrag der Stadt Zwickau kommen. Ich habe gelernt, dass 40 Millionen Entsorgungskosten für den, Entschuldigung, ich habe einen Vorschimmel, 40 Millionen Entsorgungs- respektive Dekontaminationskosten für den Standort Zwickau-Marienthal notwendig sind. Und ich habe jetzt folgende Frage, weil Sie ja gesagt haben, Herr Professor Storch, es ist ein wesentlicher Unterschied in den Kosten gekommen. Wie kann es sein, dass ein Standort, der 8,8 Millionen kostet, vielleicht mit dem Abbruch 11,8 Millionen, wie kann es sein, dass ein solcher Standort jetzt in der Kostenbetrachtung so weit hinter Marienthal zurückfällt, dass das sächsische Ministerium eine neue Entscheidung trifft? Ich versuche seit drei Wochen
versprochen, von Ihnen belastbare Zahlen zu bekommen. Ich bekomme nur Hinhaltetaktiken. Darüber hinaus möchten Sie bitte mal überlegen, selbst wenn ein hier geringer Überhang wäre, bei einem Anfangsgebot oder ein Anfangspreis des Freistaates Sachsen 6 Millionen gegenüber 8,8, auf das man sich geeinigt hat. Wie viel verlieren denn die Bürger von Zwickau in Marienthal an ihrem Privateigentum einfach durch den Bau dieses Gefängnisses in Marienthal? Und sind belastbare Zahlen auch für die Langfristbetrachtung, nämlich 20 Jahre mal mindestens für so ein Gefängnis, für die Abwägung, zusätzliche Mannstunden, Sprit etc. pp. Ich bin sehr gespannt, wie Sie diese Zahlen neu begründen würden. Herr Professor Storch, bitte. Ich will gerne versuchen, auf die Vielzahl von Fragen, die vielleicht auch sich gedoppelt haben, aus meiner Sicht Antwort zu geben. Als erstes gestatten Sie mir bitte, der sich auch mit der Materie sehr, sehr lange beschäftigt hat, dass ich natürlich nicht Auskunft gebe über Zahlen, die ich heute Morgen das erste Mal aus der Presse entnommen habe. Ich kann Ihnen die Zahl 40 Millionen, lassen Sie mich bitte auch ausreden, ich habe auch Ihrer Frage zugehört. Diese Zahl 40 Millionen, die Sie verwendet haben, die wir für die Entsorgung, ich sage jetzt mal so, von Altlasten auf der Fläche haben, ist mir bisher noch nicht bekannt gewesen. Ich kann Ihnen. Ich bitte um Ruhe, Herr Professor Storch hat das Wort. Ich kann nur das sagen und dafür. Kommen Sie vor. Vielleicht in diesem Zusammenhang, die 40 Millionen habe ich genannt, da ging es aber um die BLG. Das ist ein ganz anderes Thema. Die Fläche war viel größer. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Und das muss ich hier nochmal richtigstellen. Na? Das habe ich genannt, um zu begründen, warum wir die Bewerbung durchgeführt haben zur Justizvollzugsanstalt. Und Sie können hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das geht nicht. Also ich kann demzufolge nur noch mal wiederholen, die Dinge, die mir heute vorlagen, waren für mich zumindest von der Zahl 40 Millionen jetzt nicht nachvollziehbar. Ich muss der Sache noch mal auf den Grund gehen. Natürlich nehme ich das heute auch mit, all die Dinge, die hier angesprochen wurden. Aber um noch mal weiter auf die anderen Fakten und Zahlen zu kommen. Natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich eine Fläche, von der ich ursprünglich annahm, dass ich sie für einen Bodenwertpreis erwerben kann, dann mit Ihnen, und spreche ich Sie direkt an, verhandle im Laufe der Verhandlung, Herr Ruf sitzt hier und kann das gerne ergänzen, wir natürlich Dinge erfahren mussten, dass also hier auch, ich sage mal, Eigeneinnahmen generiert wurden durch Vermietungen von Garagen beziehungsweise von Unterstellungsmöglichkeiten, dann waren das Dinge, die wir erst im Laufe dieser Verhandlungen letztendlich miteinander besprochen haben. Und dann ist es ein Unterschied. Ich will gerne zugestehen, ich will hier bitte keine Zahlen vertraulich, die wir miteinander vereinbart haben. Ich will Ihnen nur sagen, auch Sie sind in den Verhandlungen, das muss man hier so deutlich sagen, die Saxonia GmbH sehr fair gewesen, das muss man deutlich sagen. Trotzdem haben wir einen Kaufpreis erhalten, der um das Achtfache höher war, als wie wir von der Stadt Zwickau dieses Grund und Boden erwerben. Und bei Millionenbeträgen ist es natürlich eine Riesendifferenz, die geworden ist. Und auch hier, es ist nun mal so, dass wir für die Beteiligung der Stadt neben dem Kaufpreis bei den Herstellungskosten natürlich auch oder Erschließungskosten auch diese hier von Ihnen bereits angeführten 7 Millionen eine wichtige Größe in unserer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung war, die letztendlich das Ergebnis beeinflussten. Also allein die beiden Faktoren sind Größenordnungen, die hier eine große Rolle gespielt haben. Und zu den 40 Millionen nochmal möchte ich mich nicht weiter äußern.
Und außerdem war das in einem ganz anderen Zusammenhang. Und nochmal, wenn jetzt die Frage kommt, warum verkauft die Stadt so preiswert? Wir haben das Gelände von der Deutschen Bahn erworben und dürfen es nicht für mehr veräußern als für den Preis, für den wir es erworben haben. Herr Ziesler, hören Sie. Guten Abend, mein Name ist Sven Itzek. Einige kennen mich, einige kennen mich noch nicht. Ich bin ein Mitglied der Bürgerbewegung und Bürger der Stadt Zwickau und dort nicht in Marienthal ansässig. Ich hätte eine Frage, weil das würde die weiteren Schritte der Bürgerbewegung sicherlich bewegen. Ist das Grundstück jetzt schon notariell gebunden an den Freistaat oder ist dieser Akt noch nicht vollzogen? Das ist das Erste. Und das Zweite, würde ich mich dem Herrn Professor Kailhofer anschließen und wollte nur kurze Dinge aus der Niederschrift vom 29.10.2009 wiedergeben. Da ging es um den Ankauf des RAW-Geländes. Können wir sicherlich auch an den Rat stellen. Dort wurde vom Bürgermeister Dietrich, da oben sitzt er, ich zitiere, dass viel gesprochen wurde über den Wirtschaftsstandort Zwickau. Und Tatsache ist jedoch auch, dass Zwickau in den 8 ausgewiesenen Gewerbegebieten des Stadtgebietes kaum mehr über größere Freiflächen verfügt, die relevante Industrieansiedlung zur Schaffung einer großen Zahl von Arbeitsplätzen zulassen. Das war meiner Meinung nach der Ausgangspunkt, warum die Stadt Zwickau, Sie und die Herren und Damen der Räte das getan haben. Die Zwickauer konnten darauf vertrauen, dass wirtschaftlich sinnvoll gehandelt wird und wir nicht über heute eventuelle 400 Arbeitsplätze, die sich aus Justizvollzugsbeamten zusammensetzen, wo 160 von Thüringen hierher geschickt werden, mit Entfernung von 15 bis 25 Kilometer Arbeitsweg. Wer denn da glaubt, dass die dann hierher ziehen? Ich glaube es eher nicht. Und die anderen Schließungen. Sicherlich sehen wir auch, dass solche Anstalten sein sollten, müssen, dürfen und dass auch ein Insasse Privilegien hat, nicht mit 15 Mann auf einer Bude zu sitzen, ich sage das mal so salopp. Aber wir als Stadt Zwickau und Sie insbesondere sind angetreten, dieses Grundstück zu erwerben, um eventuell 800 bis 1000 Arbeitsplätze zu schaffen. Und dann im Weiteren könnte ich noch vieles ausführen, war die Rede davon, dass wir keine Flächen haben, was ich schon erwähnt habe. Das ist alles obsolet auf einmal. Und dann noch mit dem mittelfristig geplanten Anschluss des Geländes an die Mitteltrasse zwischen A4 und A72, die ist mittlerweile fertig, nicht in Gänze, aber auf dem Stück, sowie dem vorhandenen Gleisanschluss weist das Areal hervorragende Standortfaktoren auf. Wo sind die Standortfaktoren jetzt hin? Warum arbeiten wir nicht weiter daran, vielleicht 600, 800 oder 1000 Arbeitsplätze auf diesem noch so günstigen Grundstück zu bekommen? Und eine letzte Frage zum Schluss. Eine letzte Frage zum Schluss an Sie, Frau Dr. Findeis. Uns liegen Informationen darüber vor, dass sich die Stadt Zwickau nicht um in Aussicht gestellte Fördermittel für die Sanierung des RAW-Geländes bemüht hat. Können Sie das bestätigen und erläutern? Freie Presse, Aussage des Herrn Neuzer, die können es nicht. Danke. Ich bin ja vorhin in meinem Vortrag darauf eingegangen, über die Entwicklung RAW-Gelände. BLG waren wir sehr weit mit der Entwicklung. Das Automobilterminal in Mitteldeutschland sollte hier errichtet werden. 2008, 2009 kam die Automobilkrise dazwischen. Wir haben einen Rückzieher gemacht. Das ist einfach Tatsache, das ist so. Die Fördermittel haben wir zu dieser Zeit beantragt, dazu stehe ich. Und BLG hat zurückgezogen, sodass aus diesem Vorhaben nichts geworden ist. Und wir haben auch in der Zwischenzeit mit anderen Kontakt aufgenommen und haben versucht, dieses Gelände zu vermarkten. Es ist nicht gelungen. Wir waren auf Messen mit diesem Gelände, also mit Material von diesem Gelände haben es angeboten. Es ist bisher nicht gelungen. Und deshalb,
und das wissen Sie auch, darf ich das nicht alleine entscheiden, haben wir gemeinsam mit dem Stadtrat die Entscheidung getroffen, uns mit diesem Gelände für Justizvollzugsanstalt zu bewerben. Und so ist das auch Stand. Hier hinten. Ich habe einen Beschluss des Stadtrates und dieser Beschluss des Stadtrates, ich bin angehalten, die Beschlüsse des Stadtrates umzusetzen. Es ist notariell gesichert. Das ist eine eindeutige Antwort. Herr Ziesler, ja? Ja, ich bin der Wolfgang Schmid, Zwickauer. Mir scheint es hier so zu sein, dass hier Unfairness gegenüber einmal der Oberbürgermeisterin in Anhang zum Stadtrat gibt. Erstens mal wird hier nicht von der Oberbürgermeisterin gekungelt, dann wäre der Stadtrat mit verwickelt. Also solche Dinge sind absolut unfair und undiskutabel. Dann, Herr Professor, dann habe ich von Ihnen noch nichts gehört. Nur ich bin gegen. Herr Professor, können Sie uns erklären, wofür Sie sind? Ja? Nee, ich bin jetzt am Mikrofon. So. Ja? Die Frau Oberbürgermeisterin hat mehrmals geladen. Das können wir als Zwickauer bestätigen. Es geht Jahre. Ich bin selber ein Leiter einer Bürgerinitiative gewesen. Wenn wir geladen haben, waren meine Bürger da, unsere Bürger da. Wir haben Kompromisse gefunden mit dem Herrn Oberbürgermeister Eichhorn. Was hier abläuft, ist unfair. Das sind unbegründete Vorwürfe. Sagen Sie doch, warum Sie den Knast nicht wollen. Sie wollen ihn nicht. Ja, sagen Sie, wofür Sie sind. Ich bin für den Strafvollzug, weil der Herr, der jetzt vor mir gesprochen hat, der hat keine Investoren gebracht, keine anderen, um das Gelände nutzbar, urbar zu machen. Ja, so. So, und dann muss ich den Leuten sagen, die hier Angst haben, es werden Gefängnisse Jahrtausende gebaut und von Jahrhundert zu Jahrhundert immer besser. Und die Gefängnisse sind sicherer als wenn Sie früh morgens auf die Straße gehen und überfahren werden können. Diese Herren, ja, diskutieren Sie gescheit. Frau Oberbürgermeisterin, ich kann nur bestätigen, es ist alles ausgiebig geklärt worden und die Erklärungen, die bisher hier heute noch mal bestätigt wurden, begründen meine Behauptung. Ganz einfach, schlicht und einfach. Dankeschön. Herr Ziesler, hier hinten in der Ecke war schon lange ein Herr, der sich gemeldet hatte. Wer war das jetzt? Da hinten war eine Wortmeldung, oder? Hier ist einer, hier. Ich möchte jetzt noch mal eine Frage stellen. Und zwar erstmal an den Herrn vom Justizministerium. Nehmen Sie mal bitte das Mikro. Ja, klar, Entschuldigung, ich bin da nicht so geübt. Mein Name ist Vorwieger, ich wohne in Zwickau Marienthal. Und mich interessiert erstmal, Sie haben vorhin betont, den Vorteil der heimatnahen Unterbringung von Insassen. Wie passt denn das da zusammen, dass man in Zwickau dann ein Gefängnis baut, in Sachsen, wo dann auch Gefangene von Westthüringen untergebracht werden. Wo ist denn da der Vorteil noch? Warum braucht man denn da so ein großes Gefängnis? Aber das ist nur eine Frage am Rande. Meine eigentliche Frage ist die, und da möchte ich erstmal kurz was erzählen. Vor etwa 8 Jahren sind meine Frau und ich nach Marienthal gezogen und haben dort ein Haus mit hohem finanziellen Aufwand als Vorsorge für unser Alter saniert. Da komme ich mal auf den Herrn von der Saxonia zurück. Das Thema ist nämlich überhaupt noch nicht zur Sprache gekommen, die Enteignung der Bürger. Wir hatten die Absicht, in diesem Haus so lange, wie es möglich ist, zu wohnen, es dann zu verkaufen und mit diesen Mitteln dann unsere weitere Versorgung abzusichern. Ja, und da haben wir natürlich mit einer gewissen Summe gerechnet, wie viel so ein Haus bringt. Marienthal hatte bis heute einen sehr guten Ruf als eine der besten Wohngegenden von Zwickau und wir haben damals gedacht, alles richtig gemacht zu haben. Das hat sich nun leider in den letzten Tagen geändert und wir sind darüber sehr bestürzt, wir sind verunsichert und ich
ich muss es sagen, wir fühlen uns auch ein bisschen betrogen, weil das uns auch nichts genützt hätte, wenn wir zur Bürgerversammlung hier gegangen wären. Es hätte sich nichts dran geändert. Sie hätten es trotzdem gemacht. So. Diese große Verunsicherung, also das heißt natürlich, wenn der Plan für die JVA verwirklicht wird, werden also die Werte der Immobilien mit Sicherheit sinken. Wenn da jemand kommt und ich dem das Haus verkaufen will, das sagt er, was ist denn das da drüben? Ah, sag ich, das ist bloß ein Gefängnis. Ah, sagt er, super, kaufe ich. Alles da. So, ich gebe Ihnen noch mehr, klar, weil das so schön hier ist. So, aber jetzt, diese Unsicherheit, aber auch meine generellen Zweifel an der Seriosität der Berechnungen, und da gibt es ja anscheinend doch Grund, dass das wirklich so ist, auf den die Entscheidung vom 5.11. von Marienthal beruhte, haben mich dazu bewogen, beim Finanzministerium in Dresden bei dem Pressesprecher Herrn Kösel, den Sie bestimmt kennen, um die Herausgabe der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu bitten. Die hat er mir natürlich nicht gegeben, mit der Begründung, weil dadurch Rechte Dritter verletzt werden. Klammer, Fragezeichen. Auf meine erneute Nachfrage beim Finanzministerium, ob denn in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung neben den Erschließungskosten und anderen Kosten auch der Ausgleich der Belange der Anlieger berücksichtigt wurde, habe ich folgende Antwort per E-Mail erhalten. Die habe ich auch mit, kann ich Ihnen nachgeben. Jetzt kommt das Zitat. Als Fachreferat haben wir im Wirtschaftlichkeitsvergleich der Standorte zur JVA die Kriterien Grunderwerb, Altlastensanierung, Abbruch und Erschließung bewertet. Eine Aussage zur Möglichkeit von Ausgleichszahlungen liegt in der Kompetenz der Stadt Zwickau. Zitat Ende. Und deswegen resultiert es meine Frage an Sie und an die Herren Stadträte und Damen oder Fraktionsvorsitzende. Welche Summen wurden denn da schon mal eingeplant? Haben Sie sich da überhaupt schon mal Gedanken drüber gemacht? Oder halten Sie das für völlig abwegig, was ich hier erzähle? Das würde mich jetzt mal und viele andere, die hier sitzen, die ich kenne, mal interessieren. Danke. Als erstes, was Sie behauptet haben, dass Ihre Meinung zu den Einwohnerversammlungen sowieso keine Rolle gespielt hat, das will ich erstmal zurückweisen. Da kann ich viele, viele Beispiele nennen, wo ich Einwohnerversammlungen durchführe, wo wir sehr wohl gemeinsam dann auch Kompromisse und Lösungen finden. Also diese Unterstellung, das kann ich nicht so stehen lassen. Nicht hinkommen und dann zu behaupten, das hätte sowieso nicht genützt, das ist natürlich sehr einfach. Ich kann das wirklich nicht einschätzen. Es wäre jetzt vermessen von mir zu behaupten, ob ich es einschätzen kann, ob es zur Entwertung von Grundstücken führt, ja oder nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt viele Beispiele, sind vor uns genannt worden, wo es Justizvollzugsanstalten gibt. Ich kann Ihnen nur das eine nennen, unser Grundstück, was neben der jetzigen Justizvollzugsanstalt steht, als wir es ausgeschrieben haben, als noch nicht bekannt war, dass die geschlossen wird, da haben wir doch einen sehr guten Wert erzielt. Also deswegen kann ich das jetzt nicht beantworten, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich ja mitgeteilt, ich kann es nicht beantworten. Ne? Bitte? Ja, bitte sehr. Wie wird das dann finanziert? Also falls sich die Notwendigkeit herausstellt, und das werde ich beantragen, dass dort also Wertermittlungen durchgeführt werden, wie werden Sie sich dann dazu aufstellen als Stadt und als Stadträte? Also das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, weil wir das jetzt nicht rechtlich prüfen können, ob wir dazu als Stadt verpflichtet sind. Das verstehen Sie sicherlich, dass ich das in der Kürze jetzt nicht kann. Bitte. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, Frau Oberbürgermeisterin. Mein Name ist Günter Beithaus, ich bin Oma Rinderler. Ich wollte etwas sagen, Sie haben heute so auf die Transparenz gebracht. Wollen wir nicht darüber reden, dass die zwei Standorte in Gera, die Konkurrenten waren, lange vor uns protestiert haben, dass eine Gemeinde davon, die schon einen Beschluss gefasst hatte, einen Aufhebungsbeschluss gefasst hat, also sich von dafür für dagegen beschlossen hat. Das sollte ehrlicherweise mit gesagt werden, denn ich glaube, das hat in der Standortentscheidung eine Rolle gespielt. Die nächste Frage, die ja hier deutlich rüberkam, die zur Standortentscheidung eine Rolle gespielt hat, ist das Thema Finanzen. Werden wir als Stadt, als Bürger die Staatskassen von Sachsen und Thüringen entlasten, indem wir städtisches Geld nehmen, wobei unsere Kasse ja nur auch schon leer ist?
Und wie lange sind wir dadurch mehr verschuldet und was werden wir dann streichen? Werden wir das Stadion streichen? Werden wir die Halle für die Rollis streichen? Werden wir die Bibliothek streichen? Wäre es nicht viel eher angebracht, dass der Staat Sachsen sich vielleicht, wenn wir schon den Standort jetzt hier in Zwickau dann wirklich nehmen, sich auf die Socken macht und die Stadt Zwickau hier maßgeblich unterstützt. Der nächste Punkt zur Transparenz. Sie haben in der Einwohnerversammlung gesagt in Mariendal, und ich war anwesend, wir haben das Problem, dass wir auf der grünen Wiese keine Genehmigung mehr für Gewerbe bekommen. Mhm. Deshalb ist so ein Standort wie das RAW für uns außerordentlich wichtig. Wir reden hier heute aber nicht über Gewerbe. Und eine Ansiedlung von kleinen und mittelständischen Gewerbe mit der entsprechenden Förderung, denn ich glaube, zur Entsorgung sind Mittel von EU und Bund zu bekommen, wäre hilfreicher, wenn wir die Anzahl der Arbeitsplätze, die Anzahl der Lehrstellen und die Einnahmen der Stadt in Betracht zieht. Das wollte ich heute zur Transparenz nur mit sagen. Ich hätte vielleicht noch einen Punkt am Rande zu dem Thema vor uns. Wir reden hier über Aufträge. Jeder, der informiert ist, weiß, das ist ein öffentliches Objekt, öffentlicher Haushalt. Da gibt es die Pflicht zur Ausschreibung und das Deutschland- und europaweit. Also ist die Frage, wie viele kleine Handwerker in Zwickau die Aufträge bekommen, von vornherein sehr nach unten zu fahren. Ich danke. Zum Thema Straße. Die Straße wird eine öffentliche Straße werden. Und für die Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Straßen ist in dem Fall die Stadt Zwickau zuständig. Und selbstverständlich werden wir versuchen, für den Bau dieser Straße Fördermittel zu bekommen. Hinten ist man. Ganz hinten der junge Mann. Ja, mein Name ist Steffen Baumgärtel, ich bin Zwickauer, bin hier geboren. Ja, wir hatten ja vorhin das Thema bezüglich den 8 Millionen Erschließungskosten bzw. 40 Millionen im Rahmen einer Erschließung industrieller Art. Sie haben vorhin gesagt, ich habe jetzt die Zahlen nicht mal hier vorne im Kopf, wie viele Jahre die Planung in Anspruch genommen hat. Und das Gremium, die Damen und Herren hier vorne, können zum heutigen Tag die Frage nicht beantworten, was das jetzt am Ende wirklich kostet. Ich glaube das nicht. Also tut mir leid, also mit Öffentlichkeit und Transparenz hat das meiner Meinung nach nichts zu tun. Zweitens, ich arbeite in Merane, fahre jeden Tag dort lang. Ein riesen Industrie-Gewerbegebiet, wer das kennt, wird das bestätigen können. Da sitzt jetzt die Firma Magna. Meines Wissens nach war die auch hier in Zwickau, hat hier vorgesprochen, um hier sich anzusiedeln. Wieso ist jetzt nicht die Firma Magna als Beispiel, es gab ja noch viele andere Anfragen von anderen Firmen, das wäre doch der perfekte Standort für Industrieansiedlung gewesen. Das schafft Industriearbeitsplätze, wo Familien ihr Geld verdienen, die eine Zukunft haben. Ich selber arbeite da drüben auch, in Automobilzulieferer und so weiter und so fort. Ich kann darauf meine Existenz gründen. Mit einem Knast in Zwickau sehe ich da eigentlich keine Chance. Also zum Thema Magna könnte Ihnen vielleicht der Vertreter von Saxonia was sagen. Da will ich mich jetzt nicht äußern, weil das eine Verhandlungsebene war, die im privaten Bereich lag. Weitere Wortmeldungen.
Also wenn die Frage an mich gerichtet wird, ich habe nicht mit Magna verhandelt, aber wir haben ja Ihnen, der Stadt Zwickau und auch ansonsten seit Ende 2011 keine eigenen Entwicklungsziele vorangetrieben in Hinblick auf die Bereitstellung des Grundstücks Böhlau. Und deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt mit der Frage anfangen soll. Ja, aber Ihr Standort stand auch zur Diskussion und ist dann abgelehnt worden. Von Magna. Von Magna. Ja, also eigentlich ist mein Blutdruck immer ganz unten, aber jetzt ist er ganz oben. Und ich spreche jetzt wirklich so. Hören Sie was? Ja, gut. Frau Dr. Findeis, wenn ich Sie richtig, mein Name ist Grenitz, Ingrid, kann ich ruhig sagen. Mein Alter verrate ich nicht, aber ich bin schon weiter zur Erde runter. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dürfen wir erstmal stolz sein, dass wir ein Gefängnis in Zwickau haben und da ja auch die Geschichte, so wie Sie sie gezeigt haben, ist doch toll. Also sollten wir vielleicht auch in Zukunft neben der Nennung als Robert-Schumann-Stadt und Autostadt vielleicht auch noch diese Gefängnisstadt mit hineinbringen. Das würde ich erstmal wirklich sagen, wäre ja nicht schlecht. Zum anderen, wenn Sie ehrlich sind zu sich selbst, Sie haben doch sicher, so wie das heute hier abläuft, dass so viele Menschen davon wissen und auch kommen. Das ist ja die ganze Zeit, es wurde ja auch vorhin gesagt, im Januar 2011 stand auch immer noch und sicher auch noch später, nee, 2013 im Januar, dass immer noch diese zwei Standorte standen. Und wenn wir gekommen wären, und ich hatte das eigentlich schon öfter vor, mal vorzusprechen, dann hätte es geheißen, Frau Grenitz, das ist noch gar nicht in dem Sack. Und Sie werden dann schon rechtzeitig informiert. Wenn Sie gekonnt hätten, hätten Sie die Zeit so beschränkt, dass wir gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt hätten, uns zu wehren. Ich sehe es immer, auch in der großen Politik, die Frau Merkel war früher nie bei uns, aber wenn es jetzt um Stimmenfang geht, dann wissen Sie, wo Sie hinzukommen haben. Und unsere Stimme als Zwickauer zu den Wahlen der Stadtverordneten und auch für Sie, da sind Sie auf unsere Stimmen angewiesen und die möchten Sie auch. Aber ansonsten interessiert Sie im Prinzip nicht, was der einzelne Bürger denkt. Und dann muss ich sagen, zu sagen, ja, was, wir sind ja nicht dagegen, aber nicht bitteschön vor der eigenen Haustür. Sie wohnen nicht hier. Und das, was aus der Presse bekannt ist, dass Sie sogar erreichen konnten, Kraft Ihres Amtes, dass Ihre befahrene, großbefahrene Straße Ich möchte noch zwei Dinge sagen. Erstens, alle fast darf ich jetzt reden. Das ist Demokratie. Viele, viele Vorhaben, die die Stadt in Angriff genommen hat, sind dann vom Geld her uferlos gewesen. Es ist immer alles viel, viel teurer geworden, als vorher bekannt war, weil immer wieder neue Dinge plötzlich aufgetreten sind, die man sicher im Voraus nicht alle berechnen konnte. Das ist schon richtig. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Vor circa anderthalb beziehungsweise zwei Jahren fand in Marienthal eine Veranstaltung statt. Da war ein Stadtverordneter dabei, da war die Polizei dabei und da war
der Herr Wutzler vom Sicherheitsdienst dabei. Es waren viele Bürger dort, die Einfamilienhäuser haben und die dort auch ihre Ängste zum Ausdruck gebracht haben und hingekommen sind, weil sie wissen wollten, wie können wir uns sichern. Es wurden dort Dinge genannt, die ja nicht jetzt passieren, aber schon passiert sind, und es wird nicht einfacher. Und es geht nicht nur um Mütter mit Kindern. Ich liebe Kinder und das ist alles, was gesagt wurde, richtig. Aber es gibt auch viele alte Leute und ältere Leute als ich, und dass die Angst haben, und das ist doch ganz verständlich. Und mit solchen Zahlen, was jetzt in Zwickau inhaftiert ist, ist doch überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was auf uns zukommt. Und keiner von Ihnen hat dann Einfluss darauf, wer raus darf, wie viel raus dürfen, und hat eigentlich nicht immer gezeigt, auch Psychologen, die gesagt haben, den haben wir geheilt, der kann entlassen werden, und hinterher, ja, das hat niemand vorausgesehen. Man kann nicht alles vorher wissen. Und wie gesagt, solange es nicht feststand, dass jetzt doch Marienthal als Standort gilt, war das für Sie, wie gesagt, gar keine Sache, dass wir uns da groß aufregen. Und ich hoffe, dass die Stimmen zusammengekommen sind, und ich danke all denen, ich hätte gern mitgemacht, aber ich wusste nicht, wohin ich mich wenden soll, die den Mut hatten, das überhaupt zu initiieren. Frau Grenitz, auf die einigen Unterstellungen, die Sie jetzt hier gebracht haben, will ich doch noch mal sachlich reagieren. Am 11. September war die Einwohnerversammlung Marienthal, dort, wo wir es wussten, definitiv, dass Marienthal in die Wahl kommen kann. Vorher, und das hatte der Herr Storch noch mal ganz klar gesagt, war ja eigentlich Pöhlau vorn. Am 11. September haben wir diese Einwohnerversammlung gemacht. Und nochmal, Frau Grenitz, am 11. September, weit vor dem Stadtratsbeschluss, haben wir diese Einwohnerversammlung gemacht. Ich lasse mir hier einfach, Sie können mir viel unterstellen, aber das lasse ich mir nicht unterstellen. Wir haben die Bürger informiert. Wir haben ein integriertes Stadtentwicklungskonzept beschlossen, wo das Bestandteil war. Das ist in jeder Einwohnerversammlung diskutiert worden. Das ist im Internet veröffentlicht worden. Es ist so, dass wir mit dem Thema offen umgegangen sind. Und das lasse ich mir einfach nicht sagen, dass wir dort im stillen Kämmerlein gehandelt haben. Das ist nicht so. Und noch was, dass Sie der Meinung sind, es hätte sich sowieso nichts geändert. Oder besser gesagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ja, mit den Bürgern, mit denen ich jetzt diskutiere über Hochwasserschutz, die von der Stadt wünschten, dass dort noch ein Dammbau gemacht wird und da noch was gemacht wird, denen sage ich aus, ja, auch, ja, wir sprechen darüber und es wird nach und nach werden die Dinge gemacht, aber einen hundertprozentigen Schutz, dass bei Ihnen kein Hochwasser mehr kommt, das kann Ihnen niemand geben. Das ist nun mal so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin hier auch auf die Dinge angesprochen worden, zum Beispiel Spielstraße, was nicht vergleichbar ist. Ich sage Ihnen hier, ich habe dieses nicht veranlasst. Das ist eine Entscheidung meiner Ämter. Und da geht es auch um Kinder. Da geht es auch um Kinder. Ich habe das mehrfach den Bürgern, die mich angeschrieben haben, schon sachlich geschrieben. Wer von mir da noch eine Information haben möchte, kann sich bitte an mich wenden. Hier hinten ist eine Wortmeldung. Hier. Schönen guten Abend, mein Name ist Lutz Reinhold. Ich bin seit 50 Jahren Zwickauer. Die meiste Zeit habe ich Marienthal verbracht. Ich habe die ganzen Einwohnerversammlung letzten 3 Jahre miterlebt. Es war halt so, im Jahr 2011 im Dezember kam das erste Mal für uns als Thema überhaupt auf die Tagesordnung.
Das war auch die einzige Veranstaltung, die richtig toll war. Da wurde diskutiert, da ging es mit Emotionen zu. Das war richtig schön. Also für uns war das neu. Erstmal, dass das RAW-Gelände dort vorgeschlagen wurde und dass dort diskutiert wurde. Im Nachgang habe ich, weil mir es ja, wie Sie ja wissen, sowieso nicht gefällt, einen Vorschlag an die Stadt gemacht. Einfach mal alternativ aus meiner Blauäugigkeit heraus, macht er da draußen Solarpark. Blauäugig vielleicht. Anstatt halt diese JVA. Eine Antwort habe ich leider bis heute nicht bekommen. Ein Jahr später, im Oktober, waren wir im neuen Pauluskirch-Gelände, wo das betreute Wohnen ist. Dort war es halt so, die Anfrage kam vom Lutz Feustel, vom Stadtrat Lutz Feustel, muss man in dem Fall sagen. Anfrage, wie schaut es aus, Standort? Und da war ganz klar die Aussage, Marienthal steht auf Platz 3. Was soll denn da entwickeln? Stimmt aber damals. Ja, das war die Aussage, da gebe ich Ihnen auch recht. Ich will mal sehen, Sie haben uns so viele Zahlen hier gegeben, aber das, was wir als Bürger mitbekommen, das können wir doch gar nicht alles wissen, die ganzen Einzelheiten, Hintergründe. Deswegen mal so, was wir in der Einwohnerversammlung mitbekommen haben. Und dieses Jahr, 9/11, mein persönliches, dort hätte ich mir gewünscht, dass dort eine Woche vorher ganz groß in der freien Presse gestanden hätte. Freunde, es ändert sich was, wir schicken das Marienthaler Gelände wieder ans Rennen, kommt zur Bürgerversammlung, lasst uns drüber diskutieren. Und nicht heute, wo schon so viel vorbei ist. Und dann hätte ich noch eine abschließende Frage. Wir wollen am Montag früh, 9 Uhr, unser Bürgerbegehren abgeben. An welcher Stelle im Rathaus müssen wir das abgeben? Also bei mir im Büro können Sie es gerne abgeben. Die Medien sind gern eingeladen. Herr Reinhold, danke für die Wortmeldung. Es war aber auch so, dass im Jahr 2011 es durchaus Pro und Contra gab. Na, es war nicht so, dass die Mehrheit gesagt hat, also wir wollen das auf keinen Fall. Im Gegenteil, es sind welche aufgestanden, die haben gesagt, eine gute Idee. Also in dem Moment ist es klar, dass bei Vorstellen von dem Thema es Pro und Contra gibt und abgewogen wird. Das ist auch so rübergekommen. Ne? Gut. Ja, ich bin Martin Böttcher, ich bin Mitglied des Stadtrates. Und ich habe den Beschluss, beide in Frage kommenden Grundstücke dem Freistaat Sachsen anzubieten, mitgetragen. In einer sehr großen Mehrheit übrigens. Ich gehöre zu dieser Mehrheit im Stadtrat. Es ist nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, die Frau Oberbürgermeisterin oder irgendein Stadtrat, dass wir stolz sein können auf eine Justizvollzugsanstalt. Es ist aber auch nicht so, dass man sich schämen muss wegen einer Justizvollzugsanstalt. Es ist keine Frage des Gefühls, sondern es ist eine Frage anderer Überlegungen. Und die wurden heute von der Staatsregierung schon genannt. Wenn ich worauf stolz bin, dann habe ich 1983 mal 2 Wochen U-Haft erlitten müssen. Darauf bin ich jetzt noch stolz, aber das ist was anderes. Also der Beschluss ist mit großer Mehrheit gefallen worden und ich habe im Vorfeld des Beschlusses viele Gespräche geführt. Mich haben Leute angesprochen und gesagt, was sollen wir überhaupt mit einer Justizvollzugsanstalt in Zwickau? Wir haben doch schon eine. Es gab Leute, die sagten, ne, baut sie doch in Pölau. Es gab andere Leute, die baut sie doch lieber auf dem RAW-Gelände. Es gab Leute, die sagten, auf keinen Fall RAW-Gelände, lieber Pölau. Und es gab auch die andere Meinung, nicht Pölau, aber RAW-Gelände. Und es gab dann die Meinung, es ist egal. Also alle die Argumente, die habe ich mir angehört, die gegen Pölau sprechen und gegen das RAW-Gelände, haben mich nicht überzeugen können. Auch heute haben sie mich nicht überzeugen können. Auch Herr Professor, Sie haben mich keinesfalls überzeugen können. Ich halte nach wie vor beide Standorte für geeignet. Nach der heutigen Diskussion muss ich eher sagen, ich halte den Standort RAW-Gelände sogar für etwas geeigneter als Pölau. Soweit zu meiner Meinung. Mein Name ist Schädlich, ich bin Marienthaler und hätte an die Frau Bürgermeisterin eine Frage. Oberbürgermeisterin, entschuldigen bitte. Das Präsidium hat heute eigentlich sehr gut gesprochen. Bloß die Tonart, die Sie manchmal an den Tag heute legen, entspricht nicht einer Oberbürgermeisterin. Applaus
Ich habe den Eindruck, dass Sie unbedingt diese Brache loshaben wollen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. In Thüringen gab es einmal Ronneburg. Da hat die Wismut Altlasten hinterlassen. Da steht kein Gefängnis. Dort hat man sich dafür eingesetzt, eine Bundesgartenschau zu machen. Warum haben Sie das nicht angemacht? Wir brauchen eigentlich kein Gefängnis. Und wenn Sie Jahreszahlen hernehmen, 1700, 1800, 1900, da gab es noch die Todesstrafe. Da gab es keinen Freigang. Ich bitte Sie darum, die Bürgerinitiative anzuerkennen. Danke. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ich hier nicht korrekt informiere, dann bitte ich um Entschuldigung. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass wir die Bürgerinitiative anerkennen. Deswegen machen wir ja heute diese Veranstaltung. Der Herr hier in der Mitte hat sich schon lange gemeldet. Ja, vielen Dank. Dass ich, ja. Mein Name ist Thorsten Poth, ich bin auch Marienthaler. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich für die JVA bin oder gegen die JVA bin, weil ich einfach noch ein paar Fragen habe. Es ist zwar für mich schwierig, weil ich mich bei den Grünen engagiere und da passt ja auch nicht mal alles zusammen, also gerade mit meiner eigenen Meinung, gerade weil ich im Marienthal lebe. Und das ist aber das Problem, weil es sehr viel gibt, dass in Dresden oder in Chemnitz sehr viel entschieden wird, aber hier vor Ort es manchmal regional einfach anders aussieht und wir dann einfach sagen müssen, okay, die Mehrheit hat entschieden, wir müssen es dahin nehmen, es ist Demokratie. Deswegen habe ich selber als Grüner ein Problem jetzt an dieser Stelle, weil die Grünen setzen sich generell dafür ein, Freigang, das und das und das, ne? Menschenrechte, das ist klar. Nur ich wohne in Marienthal und ich kümmere mich echt um die Belange der Bürger und bin eigentlich momentan die Richtung, nein, keine JVA. Das hat aber verschiedene Gründe. Es hat Gründe, dass ich einfach noch viele Unklarheiten habe. Die Fragen stelle ich definitiv alle jetzt nicht, weil das würde zu viel sein. Aber einige Sachen sind nun durch meine politische Tätigkeit bzw. als Einwohner von Marienthal liegen mir einfach auf dem Herzen. Es wurde auch eine Zahl gesagt, das war das, was ich hätte gefragt, wie viele Freigänger geplant sind bei diesen 800 Plätzen. Wurde gesagt, 90 sind geplant. Jetzt ist es allerdings so, dass die sächsische Strafvollzugsordnung ist ein bisschen anders als die vom Bund. Und die sächsische sieht ja vor, im Durchschnitt vom Innenminister Martens hat sich zwar noch nicht positioniert, aber momentan ist es so, dass der Stand bei 5-7% Freigänger liegt. Das ist in Ostdeutschland bzw. in der Bundesrepublik ist das der niedrigste Satz überhaupt. In Berlin ist zum Beispiel 30% Freigänger. In Nordrhein-Westfalen sind es 30%, aber Ostdeutschland ist generell am wenigsten Freigänger. Dadurch, dass eine Positionierung fehlt vom Innenminister, definitiv eine Positionierung, das ist der letzte Stand, den ich habe vom 16. September, das war auch eine Anfrage im Landtag, möchte ich gerne wissen, diese 90 Freigänger, die geplant sind, was ist, wenn der sächsische Strafvollzug oder der Innenminister entscheidet, wir passen uns ein bisschen am Bundesdurchschnitt an, gehen also von den 5-7% gehen wir höher. Vielleicht landen wir eines Tages ja auch bei 30% und da haben wir keine 90 Freigänger, da haben wir 240 Freigänger. So, wenn ich mir das Marienthal angucke, es wurde zwar auch eine Straße geplant, das ist auch ganz gut und schön, aber es gibt ja auch Fußwege dahin und diese Fußwege wird bestimmt die Bühlaufstraße sein. Und jetzt kommt wieder das, was eingangs die junge Mutti gesagt hat, mit Kinder, Spielplatz und das und jenes. Wenn da doch mal der eine oder andere, man ist ja irgendwo deutsch, wo man sagt, ich habe Angst. Der Freigänger hat keinen Button hier drum, ich bin Sexualverbrecher oder ich habe 10-mal geklaut, deswegen sitze ich hier.
man behandelt die, weil man es ja nicht weiß, gleich. Man hat Angst, man hat wirklich Angst. Und meine Angst ist die, dass aus den 90 eines Tages mehr werden. Und dann sind die Leute, die da halt dort in dieser Einfahrtstraße wohnen, wo der Fußweg vielleicht auch lang geht, sind einfach mal, die, wie gesagt, die haben die Angst. Das ist das eine. Deswegen würde ich einfach fordern, der Innenminister müsste wirklich mal eine Zahl nennen oder sich mal positionieren. Als FDP-Politiker müsste er sich positionieren, mal zur sächsischen Strafvollzug. Und das andere, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Sicherheitsverwahrung oder Sicherheitsverwahrte wird es wohl in Zwickau nicht geben. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist halt der andere Punkt. Und es ist teilweise so, dass in anderen Bundesländern schon Sicherheitsverwahrte, weil sie halt schlecht behandelt worden sind, entsprechend schon geklagt haben. So, und das wäre jetzt meine Frage gewesen, gibt es ja auch noch Sicherheitsverwahrung? Wir sind ja in Zwickau auch schon davon betroffen gewesen, wo das damals mit der Eila war, mit der Sicherheitsverwahrung. Und wie gesagt, ich habe einfach auch für meinen Stadtbezirk, wo ich mich ja entsprechend am meisten mit engagiere, habe ich einfach Angst, dass aus den 90 einfach mehr wären. Und da muss einfach eine Positionierung vom Innenministerium her, dass man sagen kann, okay, die Angst bleibt, aber halt bei 90. So, das war ja jetzt schwer, Ihren ganzen Fragen zu folgen. Ich versuche das jetzt mal der Reihe nach abzuarbeiten. Vielleicht als erstes, zuständig ist ja der Justizminister, das ist der Dr. Martens, der Justizvollzug gehört zum Justizministerium. Vielleicht nochmal allgemein zum Thema Sicherheit. Ich bin ein bisschen irritiert dadurch, dass jetzt verschiedentlich bei Ihnen am deutlichsten, aber auch an anderen Stellen in Frage gestellt worden ist, wie denn das mit der Sicherheit jetzt insbesondere bei den Vollzugslockerungen wäre. Das war aber genau der Punkt bei meinem Vortrag eben, wo hier die größte Unruhe gewesen ist und dringend darum gebeten worden ist, den Vortrag abzukürzen. Das irritiert mich schon, ich bin ja deshalb hierher gekommen, um gerade bei diesen Fragen zur Klärung beizutragen und dass zunächst nicht zugehört worden ist oder nicht gewollt worden ist, dass da ausführlichere Ausführungen gemacht werden und danach wird gesagt, es sei ja immer noch unklar. Das irritiert mich. Aber jetzt zu Ihren Fragen. Also, Sicherungsverwahrte, nein. Es wird keine Sicherungsverwahrten in der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt geben, das steht fest. Es wird keine Sicherungsverwahrten geben. Nächste Frage. Sie hatten so irgendwie angedeutet, da könnten ja dann Sexualverbrecher rumlaufen. Ich habe ja schon gesagt, die Zuständigkeit der neuen Justizvollzugsanstalt soll enden bei 5 Jahren. Das heißt, die schweren und die schwersten Delikte werden in der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt nicht untergebracht werden. Und dann die Frage dazu, jetzt hören Sie doch zu, und dann die Frage dazu, wie viele Gefangene denn jetzt dort als Freigänger, sagten Sie, untergebracht werden sollen. Im offenen Vollzug, das ist eine Vollzugsform, die weniger gegen Entweichung gesichert ist als der normale geschlossene Vollzug. Deshalb auch in der Statistik diese einigen wenigen Entweichungen, die ich Ihnen vorgestellt habe, das sind Entweichungen aus dem offenen Vollzug. Die meisten Gefangenen im offenen Vollzug haben Lockerung, aber der offene Vollzug, das sollen 90 Plätze sein. 90 Plätze von diesen 820, also 730 im geschlossenen und 90 im offenen Vollzug. Von diesen 90 Gefangenen werden durchaus einige Freigänger sein. Ein Freigänger ist jemand, der die Justizvollzugsanstalt verlässt, um draußen einem ganz normalen Arbeitsverhältnis mit einem ganz normalen Arbeitsvertrag nachzugehen. Es ist natürlich erstrebenswert grundsätzlich, dass das möglichst viele sind, weil das natürlich resozialisierungsförderlich ist. Wenn einer schon im Gefängnis draußen arbeitet, dann ist es natürlich leichter, ihn nach der Entlassung auch in einer Beschäftigung unterzubringen. Und wenig ist so resozialisierend, das heißt kriminalitätshemmend, wenn einer entlassen wird, wie ein fester Job. Das dürfte auch jetzt für Außenstehende evident sein. Aber Freigänger sind eben nicht alle, die da im offenen Vollzug sind. Regelmäßig sind das, ich weiß nicht, wie es gerade in der JVA Zwickau ist, aber regelmäßig sind das nicht mehr als etwa ein Drittel. Wenn ich jetzt Ihre Fragen damit nicht vollständig beantwortet haben sollte, fragen Sie gerne nochmal nach. Aber eine Sache brannte mir auch noch auf der Zunge. Ich meinte rausgehört zu haben, dass bei einigen Ausführungen auch eine gewisse Geringschätzung gegenüber den Vollzugsbediensteten ausgesprochen hat. Sie sprachen vorhin von Schließern. Das ist ein Schimpfwort. Das sind keine Schließer, das sind keine Wärter im Zoo. Das sind Bedienstete, die eine höchst verantwortungsvolle Tätigkeit jeden Tag ausüben.
Und zwar für uns alle, für unsere Sicherheit und ja, auch letztlich dafür, dass den Gefangenen dann, wenn sie entlassen werden, und es war schon die Rede davon, die meisten Gefangenen werden irgendwann entlassen, ein Leben in einer gewissen Würde ohne Straftaten möglich ist. Ich möchte nur noch kurz ergänzen, weil der Fall Eiler angesprochen wurde. Bei dem damaligen Täter hat es sich nicht um einen Sicherungsverwahrten gehandelt, sondern die Straftat, die hat sich hier im Stadtgebiet von Zwickau zugetragen. Damit wurde die Justizvollzugsanstalt Zwickau zuständig im Rahmen des Vollzugs der Untersuchungshaft. Die Verurteilung des Täters ist erfolgt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, es handelt sich um eine Freiheitsstrafe, die nicht automatisch nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Also ich will damit sagen, es war kein Sicherungsverwahrter, sondern in Zwickau wurde gegen den Täter damals die Untersuchungshaft vollstreckt. Weil die Zuständigkeit sich bezog auf das Stadtgebiet Zwickau. Ja gut, das ist eine Entscheidung des Gerichts. Hat mit dem Justizvollzug als solches nichts zu tun. Ne? Chemnitz ist schon geschlossen mit Freigängern und der offene Vollzug in Chemnitz ist geschlossen und die weiblichen Gefangenen, dort wurden ja größtenteils weibliche Gefangene untergebracht im offenen Vollzug.